So. 3, 2, 1. Okay, bei dir nimmt er schon auf. Dann Prost, die Herren. Prost. Zero Population Growth. Prost. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 289, stimmt das? Mit einer ganzen Menge alternativen Facts. Aus einer alternativen Realität. Ja, wo sitzen wir? Ja, wir sind in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien und heute ist Dienstag, der 24.01.2017. Bei uns begrüßen Sie heute der Gregor, der Dennis, der Horst und der Stefan. Bevor wir einsteigen in diesen Podcast, das findet das natürlich statt, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von WhoComic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle, auch an unseren Flatterern, unseren Patreonen, an unsere Hörer generell und an unsere Leute, die uns Feedback schreiben über unsere Feedbackbögen und über unsere Discuss-Plattform auf der Horst-Homepage. Es wird immer länger, die Präambel. Ja. Und hoffentlich bald auch auf iTunes. Und gleich eine Entschuldigung, die Shownotes hinken jetzt circa vier bis fünf Folgen hinten nach, aber ich bin am Aufarbeiten. Sehr gut. Super. Ich habe schon gemerkt, die Flutter-Zuwendungen sinken, weil die Shownotes jetzt weniger schön sind. Ja, die tun. Da. Ja, Teaser, worüber reden wir heute? Ich habe jede Menge alte Themen. Okay. Ich habe die Shadowrun, ja, da bin ich mittlerweile schon beim dritten Teil aus dieser Reihe, das ist eine Rollenspielreihe, und ich habe mir wieder mal seit längerem einen Film angeschaut, eine Dystopie, eine amerikanisch-dänische aus dem Jahr 1972 namens Zero Population Growth. Check your Octopod. Ganz ein neues Thema. Ganz ein neues Thema, aber ganz viel Neues drin. Ich habe einen neuen Webserver entdeckt und ja, für Anfänger zu empfehlen. Ich habe ein Gregor-kompatibles Couch-Spiel gekauft, nämlich Convoy. Wow. Ein Roguelike Mad Max-Spiel. Okay, da bin ich ja gespannt darauf. Und sonst zum Thema schöner Leben kann ich beitragen. Ich bin auf der Alten Donau gewesen. Okay. Und auf einem Ball und in einem Kabarett. Total Social Life. Voll Social, ja. Schön, so. Ja. Vor. Haben wir Termine zum Ankündigen? Sind nicht irgendwelche Podcast-Treffen demnächst? Ja, aber das sage ich nicht jede Woche, oder? Achso. Nächste Woche. Okay. Sonst haben wir jetzt alle schon gut mit den Themen jetzt. Ja, ja. Okay. Oder, Entschuldigung, hast du noch Themen gehabt? Nein. Okay. Aber du hattest doch von letzter Woche noch eigentlich was anzukündigen. Ja, richtig. Das sollten wir diesmal tun, weil wir haben ein Gewinnspiel. Ja, ja, und ja, ja. Genau, also es geht darum, wir haben insgesamt noch zwei superschöne Biertaucher-Kapuzenpullis, womit man automatisch das da in jeder U-Bahn und jeder Menschenmenge ist. Einfach, man zieht das an und ist die coolste Person im Raum, ganz ja, egal wie groß der Raum ist. Man kann es auch im Freien anziehen und ist dann absolut der coolste auf der Erdoberfläche. Bis auf die, die den Pulli gerade auch im Freien anhaben. Ja, die sind ja dann automatisch auch Biertaucher. Also das ist ja, ja. Also man zeigt Geschmack und hat gleichzeitig warm und wird bewundert von der Masse der nicht so cool gekleideten. Also eindeutig das beste Kleidungsstück überhaupt. Ja. Und die werden geschickt, wir verschenken. Genau, richtig. Noch zu den Kapuzenpullis, die sind alle, also die beiden sind relativ groß. Ich glaube, die sind beide large, wenn ja, ich mich nicht. Also man passt eh auf jeden Fall hinein. Man passt auf jeden Fall hinein und sollte sich vielleicht nicht fürchten vor luftigeren Baggy-Style bei diesen Kapuzenpullover. Und wer kleiner ist, kann das ja als Wintermantel auch verwenden. Sehr gut, genau, als Cape, genau. Ja, ja, und wir haben zwei Stück davon und haben uns zwei Bedingungen ausgedacht, wie man die kriegt. Eine hat sich der Gregor ausgedacht. Mhm. Und eine hat sich eigentlich der Jörg ausgedacht, unser Sponsor, weil der motzt schon lange, dass er der Einzige ist, der uns auf iTunes eine Review geschrieben hat. Ja. Und wer sich jetzt also erbarmt und eine Biertaucher-Review schreibt auf iTunes, dazu braucht man leider einen iTunes-Account, böse. Der und uns dann schreibt, dass er das geschrieben hat, dem geben wir einen super Kapuzenpulli. Genau, also schreibt uns
Müsst ja nicht allzu liebedienerisch sein, bleibt ehrlich, so wie es ist. Ja, ihr könnt es aber auch ruhig lobhudeln. Genau. Also, es kommt nicht auf den Inhalt nur an, sondern nur. Kapuzenpulver, genau. Musste ich mich bei iTunes anmelden, habe diesen Podcast abgestellt. Moment mal, das bedeutet allerdings. Nicht empfehlenswert, Rufzeichen. Das bedeutet allerdings in diesem Fall, dass der gar nichts wert ist, der, weil das ist sozusagen eine bezahlte Review. Ah ja, wegen Ja. Die werden gelöscht. Du hast aber keine Garantie, wie die werden gelöscht, wenn sie bezahlt ist? Wenn sie bezahlt ist, da ist nicht erlaubt und damit werden sie gelöscht. Ja, dann müssen wir das so ändern, dass wir aus denen, die uns bis nächste Woche erreichen, einen davon dann per Zufall auswählen. Dann Gut. Hat er keine Garantie dafür, dass bezahlt ist. Ja, genau. Dann machen wir das so. An welche Adresse soll denn... Ja, am besten an horstjens@gmail.com. An diese E-Mail das schreiben. Ich versuche das dann zu verifizieren, dass die Review wirklich dort steht. Genau. Und nächste Woche sagen wir dann aus der großen Masse von einer Review wählen wir heute per Zufall aus. Okay, ja. Also wie gesagt, es kommt uns nicht auf den Inhalt an von der Review, sondern nur, dass sie auf iTunes auffindig ist und eben den Biertaucher Podcast reviewt. Gut, sehr gut. Das ist der eine Pulli und für den anderen hast du dir was Hübsches ausgedacht? Ja, also ausgedacht kann man nicht sagen. Ich habe die Idee schön gestohlen vom Schock 2 Podcast. Ja. Wir werden einfach während dem Podcast, habe ich mir überlegt, ein Codewort sagen. Und das ist so, wie dass der Hörer auch den Podcast hört. Ja? Bist du denn? Und dann schreibt man mir einfach, oder dir, jens@gmail.com, einfach eine E-Mail, wo er das Codewort reinschreibt. Subject Kapuzenpulli. Ja, das macht Sinn. Hast recht. Gut. Und vielleicht dann noch ein paar nette Worte und ihr könnt es in die E-Mail reinschreiben, ob ihr wollt, ob die E-Mail verlesen wird oder nicht. Aber eins kapiere ich jetzt nicht, wie weiß er jetzt, was von unseren vielen tausend Wörtern das Codewort ist? Indem ich Codewort davor sage. So ein ist das... Moment, noch besser. Moment, was? Ich kann es ja mal vor. Ach so, mach eine kleine Probe, das ist jetzt nicht das Geld. Genau. Bla 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 bla. Oder Technik. Und dann, Achtung, Codewort. Beispiel-Codewort. Bla 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 bla. Ja, Beispiel-Codewort war das dann. Also man muss von mir nur eine E-Mail schreiben, Subject Kapuzenpulli. Nein, war es nicht, weil das war ja nur ein Beispiel. Ja, das war jetzt das Beispiel. Beispiel-Codewort ist nicht das Codewort. Okay. Es wird kompliziert. Das Codewort wird irgendwann noch benannt. Ich habe die Vermutung, dass das sehr viele Folgen rennen wird, bis sich einer Bank für den ganzen Podcast anzuhören. Das kann natürlich sein. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ist ja diese Methode auch schon mal erprobt worden. Okay. Auch Hokuspokus ist nicht das Codewort. Ja, ist es nicht. Und wir unterbrechen mit einer gastronomischen Zwischenmeldung. Der Dennis probiert etwas aus, was wir noch nie beim Garib gegessen haben, nämlich Hühnerpastetchen, oder? Ich bin selber gespannt. Okay. Also es muss filetiertes Hühnchen sein mit Nüssen im Teigmantel, sowas hat die in Erinnerung. Das schaut gut aus. Karamellisiert. Okay. Oh, das ist ein Geschmackserlebnis. Dennis, hören Sie, dass Dennis schweigt? Also das ist wirklich ein ganz ein seltenes Ding. Du meinst, das ist gut? Das letzte Mal, als ich geschwiegen hat, hatte ich einen Knebel im Mund. Das klingt ja schon sexuelle Obertöne. Ja, cool, nein, das war bei der Polizei. Ja. Apropos sexuell, ich habe jetzt einen Podcast gehört. Ja, warte, wir sind eigentlich noch beim Termine. Bei Termine, ja. Hat irgendwer noch was zu verkündigen? Demoaufrufe? Ja, falls man das rechtzeitig hört, Volksbegehren, also Anti-TTIP und CETA, Volksbegehren ist diese Woche. Man kann sich am Bezirksamt eintragen. Okay. Aber nur als Österreicher, ne? Ja. Oder, weiß gar nicht, müsste als EU-Bürger nämlich auch gehen. Gute Frage. Ist das ein EU-weites oder ein... Nein, es ist ein österreichweites Volksbegehren. Okay, ja. Muss, glaube ich, in Österreich wahlberechtigt sein, das geht. Damit... Termine fertig. Gut, Teaser haben wir schon gemacht? Haben wir schon gemacht, gut. Dann, du hast ja. Fangen wir gleich mit dir an. Du bist einer der wenigen, der jetzt gerade nicht isst. Genau, du hast etwas gehört. Ja, ich habe was gehört. Ich habe euch ja letzte Woche schon zu einigen Erstaunen erzählt, dass ich zurzeit fast gar keine Podcasts höre.
Ich weiß nicht, mit dem Neuanfang habe ich mir so viele Podcasts angehört mit Jahresrückblicken, dass mir das Podcast-Hören vergangen ist zwischenzeitlich. Dann habe ich wieder angefangen und habe einen alten Bekannten aus Vor-Podcast-Hörzeiten wieder aufgesucht, nämlich das FM4-Archiv. Kennst du das? Das ist eine Webseite, die, ich weiß nicht alle, aber sehr viele Projekt X-Folgen zum Download anbietet und teilweise andere FM4-Sendungen auch, wie zum Beispiel im Sumpf oder so. Aber in einem vernünftigen Feed oder nur so mit Web-Oberfläche? Es ist mit Web-Oberfläche, du kannst dir die Files direkt runterladen. Es ist aber so, dass sie sich die Mühe gemacht haben, aus jeder Folge natürlich die Musik, die zwischengespielt rauszuschneiden. Man hört also in den Pausen eigentlich nur die FM4-Werbe-Jingles. Also eigentlich ist das besser als echt hören, weil du die nervige Musik los bist. Richtig, du, nur die du hast dann eigentlich, also wenn das ein Hörspiel ist, hast du mehr Hörspielfeeling, wenn du es nur kurze Unterbrechungen sind. Und ich habe mir halt wieder alte, bevor ich Podcast gehört habe, ich habe sehr viel Projekt X gehört und besonders jetzt habe ich auch wieder die alten Folgen gehört, also wirklich aus dem, weiß nicht, frühen 2000er Jahren. Einfach auch, weil da ich habe das ganz vergessen gehabt, wie die Anfänge von Projekt X, wo auch der Gerald Ottobad noch dabei war und so. Das war halt noch sehr fantasievoll und sie haben nicht nur so die Gesprächsrunde gemacht mit verschiedenen Gästen, sondern einfach traumhafte, fantasievolle Hörspiele, wie zum Beispiel drei Ameisen brechen aus aus ihrem Ameisenbau oder bei der Fahrkontrolleursschulung, wo einer der Schüler die ganze Zeit fragt, wann er endlich seine Dienstwaffe haben kann, oder die Kopiererschulung oder weiß ich nicht, ein Rabe, eine Motte und eine Katze treffen sich am Praterstern. Und diese Folgen habe ich mit großer Freude wieder gehört. Und letzte Woche hatten wir den Roman vom Happy Day Podcast bei uns zu Gast. Und die CD konnte ich mir leider noch nicht anhören, werde ich aber nachholen. Da kommt nämlich heute ein Abspielgerät. Ihr müsst nämlich wissen, dass in meiner WG kein einziger CD ist schon Mangelware. Ja, es ist Mangelware. Auch kein Computer mit CD-Laufwerk. Nein, eben nicht. Und die alten Laptops, die das hatten, die waren sind weg. Ich habe alte Netbooks, da ist das nicht drin. Kann der notfalls die MP3s über einen Server schupfen? Das wär vielleicht... Nein, du... Abend kommt aber eh, also wir haben Laufwerke, wir trippen, aber ich habe mal seinen Podcast, also den Podcast von ihm und dem Philipp abgehört. Den Happy Days Podcast, okay, kannst du darüber erzählen? Ja, du, ich bin zwar auch wieder reingehört und bin sofort da kleben geblieben. Ja. Also ich habe da die in letzter Zeit mir oft zukommende Sandwich-Herangehensweise, ich höre immer eine neue Folge und dann also von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Bist du dann beschließt? Ist, dass du also, alle hören musst. Kommt drauf an. Manchmal schließt sich das Sandwich nicht ganz, aber zurzeit macht mir das eigentlich große Freude, weil die Mischung einfach so gut ist. Und er hat nicht so viel versprochen. Es geht wirklich handfest um Sex und um Liebe. Aber die Chemie, also nicht aber, weil so, nein, insofern aber, weil ja so ein Format über so solche intimen Dinge ist, glaube ich, nicht leicht ist schnell peinlich oder zu sehr übertrieben oder schmalzig oder reißerisch, wie es halt im Fernsehen prädiziert wird, so mit wahre Liebe und so. Aber die beiden, die kennen sich anscheinend schon sehr lange, schon seit Internatszeiten, sind gemeinsam zur Schule gegangen. Das klingt schon und pervers. man merkt halt, die Chemie passt zwischen den beiden. Und die beiden sind halt irgendwie sehr gute Typen und die bringen das auf eine sehr, natürlich ist es eine männliche Sicht auf diese Dinge. Und es ist halt auch spannend rauszuhören, dass es für sie selber ja auch irgendwie damals, glaube ich, so, sie haben einen starken Auftakt gehabt in der ersten Folge, aber dann merkt man so, wie sie auch selber am Thema lernen und wo manchmal so die Bereiche sind, wo es ihnen dann auch zu viel wird. Und sie sagen so, okay, das ist mir jetzt sehr genau richtig. Und das ist spannend zu hören und schön zu hören und das mache ich irgendwie zurzeit hauptsächlich. Cool. Aber ich werde dann auch wieder meine regulären Podcasts, zumindest mein Morgenprogramm, absolviere ich ja noch. Auch wieder. Ich würde auf jeden Fall Happy Day Podcast bis jetzt große Empfehlung. Sollte auf jeden Fall reinhören, weil es interessant ist und Spaß macht. Ich würde das aber nicht Sandwich, sondern Memento Prinzip nennen. Memento, okay. Einmal wie im Film. Ja, wie im Film Memento. Okay. Einmal vorne, hinten, einmal vorne. Und dann gegen Mitte, ja. Ich kann gleich anschließen, dass ich es zusammengebracht habe, den Bruttoinlandsprodukt-Podcast vom Harry.
Brutto-Filmlands. Filmlands, ja, sorry. Brutto-Filmlands-Produkt. Podcast vom Harry Finnlands. In meinen Feed, Podcast-Feed aufzunehmen. Also ich okay, kriege jetzt für mich schon eine große Leistung. Und ich habe reingehört in die Folge, wo er über die, die Lederhosen-Zombies bespricht und nicht sehr angetan ist. Achso, die hat er auch gesehen? Ja, ja, aber leider hat er sie auf Deutsch gesehen, also in der deutschen Synchro-Fassung. Ich habe die englische Originalfassung damals gesehen. War ja Auftakt bei dem letzten Slash-Filmfest, gell? Da, warst du bei der? Nein, nein, das war nicht Slash-Film, ich habe es im Votivkino gesehen. Nein, sie hat es regulär auch gespielt, aber ich kann mich erinnern, es war ein Auftakt-Film. Aber es schaut so aus, als ist also auch ein Film, der in Österreich gedreht wurde, auf Englisch und dann nachsynchronisiert wird. Was ich so rausgehört habe vom Harry, ist einfach nicht gut. Also sobald einmal die Synchro drüber läuft, ist es ein... Ja, okay. Ja, wie, war das nicht der Film, den du letztens durch Zufall im Kino gesehen hast? Ja, 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 wo ich nicht einmal was zahlen habe müssen dafür. Und den hat er auch gesehen? Ja, aber er hat ihn irgendwie auf Deutsch gesehen. Ah, interessant. Vielleicht auf Limit. Lederhoten-Zombies, okay. Und, auch und nur zum Originalfilm jetzt, das lebt ja auch davon, dass im Englischen, also den haben sie in Österreich gedreht auf Englisch für den internationalen Markt. Ne? Und man sieht dann halt so Tiroler Fremdenverkehrs noch, also demnächst Zombies, also die natürlich nachher zombifiziert werden und die da sehr dunkle Geschäfte mit russischen Industriemagnaten halt durchziehen wollen auf ihrer Beschneiungsanlage. Und das Schöne ist halt, wie die ein absolut volksschulhaftes Englisch sprechen, also wo man auch so ein sehr Austro-Englisch, ne? Okay. Was einem so zusammenzieht, schon die Eingeweihte, so, nein, wie kann man nur so schlecht Englisch sprechen und ab und zu auch sogar gleich im Original Deutsch dazwischen und so. Und das geht halt alles verloren beim Synchro. Ja. Okay. Also einfach immer prinzipiell Filme im Original anschauen, selbst wenn es Finnisch ist oder Kirgisisch. Ich bin auch ein Original-Film-Ton-Schauer. Ja. Außer bei Sachen, die ich als Kind auf Deutsch gesehen habe, da finde ich es nicht schlimm, beziehungsweise finde ich es auch manchmal ganz charmant. Wenn man dann nicht total aufpasst, dann driftet es schon wieder total in einen Film-Podcast. Ja, ja. Das ist der Harry, das sind die Nachwehen vom Harry. Der Harry beeinflusst uns, ja. Genau. Ja. Aber den Filmmanns-Produkt-Podcast, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Daher empfehle ich für die Techniker einen neuen Linux-Podcast, weil es die Linux-Lodder jetzt leider nicht mehr gibt. Okay. Aber es gibt einen Nachfolge-Podcast, also dann hört einer auf und darum haben die anderen zwei gesagt, na, sie machen das auch nicht mehr so weiter. Aber es gibt einen neuen mit zwei neuen Leuten, der übrigens auch als not safe for work deklariert ist, wobei aber die ersten zwei Folgen das Versprechen nicht einhalten. Und der heißt Linux Nightly? Oh, Schande über mich. Linux Nightly, glauben wir jetzt. Steht es nicht auf deinem ausgedruckten... Nein, ich habe es gerade gehört beim Hergehen. Hol mir mein Telefon. Live-Recherche. Sollten wir immer machen, dann haben wir längere Folgen. Was hast du für Podcasts gehört, Dennis? Noch nie irgendeinen, glaube ich, bis auf Alternativlos, ehrlich gesagt. Alternativlos, naja, ja. Ist ja auch ganz gut. Und da hänge ich auch weit hinterher. Ich muss gestehen, ich komme schon nicht einmal mit dem Ö1 Mittagsjournal hören nach. Also das Mitternacht staut sich noch. Ja, ja. Ja, ich komme mit der Tagesschau auch nicht hinterher. Ich bin immer noch in den 60er Jahren. Tja. Ja, mach noch. Hörst du eigentlich Podcasts beim Einschlafen? Ja. Achso, so weit bin ich noch nicht. Da schaue ich derzeit immer dümmlich YouTube. Das ist eh auch ein stehender Scherz bei vielen Podcasts, die ich höre, dass die Leute im Feedback dann bekommen, die Podcaster, ja, ich höre euch am liebsten beim Einschlafen. Und das ist natürlich nicht so. Aber ist total schön, weil ein Gespräch zu lauschen und nicht langsam wegzudriften, ist halt total gemütlich. Ist angenehmer als so vor der Klotze oder irgendwie mit Bildern bespielt zu werden. Live-Recherche hat ergeben, es heißt Late Night Linux. Late Night Linux. Late Night. Okay. In vier Engländer, ganz netter Podcast. Einer davon ist der Entwickler, der Core-Entwickler von Solus, von der relativ neuen Distro. Okay. Die ist gerade so Aufsteiger. Ist eine Linux-Distro? Mhm. Cool.
Und zwar eine, die nicht auf was anderem basiert, was zurzeit relativ selten ist. Ja, ja, das ist meistens das wirklich von ganz Grund auf. Von Scratch neu begonnen. Aber du hast ja nicht Linux von Scratch, weil das ist ja auch ein Ding. Ist schon weg, genau. Wobei in gewissem Sinn ist es das auch nicht, weil was da rauskommt, ist ja nicht spezifisch bei Linux von Scratch. Da, die haben keine eigenen Komponenten, sondern da holst du auch nur Sachen zusammen. Gut, werde ich auch reinhören. Ja. Sehr gut. Wenn wir bei Technik sind, ich glaube, ich habe was in die Shownotes geschrieben. Ja, Pico, der Open Source Desktop Robot, kann man sich angucken. Hat glaube ich ein indischer Freak gebaut und gibt ein YouTube dazu. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ziemlich alles davon Open Source. Und das ist so ein Gerät, das schaut aus wie eine sich verbiegende Tonne, die man sich neben den Computer stellt. Glaubst du, es ist echt? Also ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine Handpuppe. Ich habe es jetzt nicht groß hinterfragt. Also ich war schon stolz, dass ich mitgekriegt habe, was er versucht zu erzählen. Und ja, in der Beschreibung stand halt, dass alles Open Source ist. Okay. Deshalb hat es mich interessiert. Und das Ding hat so ein kleines Display, also so eine Mülltonne mit Display, so eine kleine, ein Zylinder, ne? Und halt so Augen. Ja. Und dann in dem Video hat er auf Sprachsteuerung reagiert, mehr oder weniger, aber das Ding ist, das ist sozusagen ein Bildschirmarbeiter-Bespaßungsgerät und du kommunizierst mit dem und sagst ihm halt irgendein Reizwort und er antwortet rein in GIFs, die er sich aus Reddit holt. Okay. Das war... und hat halt so eine gewisse Persönlichkeit. Okay. Also er quatscht nicht zurück, sondern er erzählte deine Antwort mit lustigen GIFs, die er sich aus diversen Reddit und sonst... Wieso kann er die GIFs nicht von MySpace nehmen oder GeoCity? Das kannst du, glaube ich, einstellen, wo er sich die herholt. Ja. Hat für mich ganz, ganz lustige Idee. Warum nicht natürlich am Nachmittag lang mal zu texten? Hoppla, sorry, das ist die Jatze-Fernbedienung. Oder Second Life. Gibt's das noch? Ja, letztens erst wieder geschaut. Second Life lebt. Ich habe einen Podcast aus 2008 gehört, wo sie über die Technik von Second Life hören, geredet haben. Also SE Radio höre ich gerade sozusagen auf, da höre ich auch gerade die alten. Und da bin ich jetzt bei 2008 und mir dachte, jetzt schaust du mal, ob es das noch gibt. Und die gibt es tatsächlich noch. Also. Und da ist noch was los, ist das nicht zwei total? Zwei Journalisten, zwei Verzweifelte. Es gab zwei verzweifelte Journalisten, die nicht wissen, wie man sich wieder auslobt. Ja, das hat 15 Jahre gefangen. Oder die versuchen, ein Interview mit Steve Jobs zu bekommen. Sie betteln um ihn. Weil sie dachten, sie könnten ihn vielleicht dort finden. First Life abgelehnt, jetzt kommt Second Life. Aber die hatten ja auch eine eigene Währung, den Lindendollar. Ja. Gibt es den noch? Oder? Ich glaube schon. Aha, ja. Mittlerweile ist es auch browserbasiert, das Ganze. Das war ja aber man braucht gar keinen eigenen Dienst mehr? No. Früher war es eigentlich. Das man könnte sich ja direkt einloggen jetzt, wenn es nur noch browserbasiert ist. Ich kann mich noch ist erinnern, das OpenGL oder Flash? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe JavaScript. Berichterstattungswelle, die es gegeben hat, mit Bands, die auf einmal diese virtuellen Konzerte spielen oder Firmen, die irgendwelche Support-Mitarbeiter und Stories über irgendwelche asiatische Immobilienmaklerin, die zu sehr viel Geld gekommen ist. Ja. Naja, war halt auch ein Strohfeuer. War interessant, das so retrospektiv zu sehen. Ja. Ich habe sonst technikmäßig ziemlich nichts. Ich habe eigentlich nur Technik. Sehr gut. Dann tun wir eins. Ach so, ja. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, nachdem ich jetzt ein bisschen auf der Suche bin nach eben ganz anderen Dingen als die Sachen, die ich derzeit benutze. Also man muss den Horizont erweitern. Ich benutze als Webserver ja Nginx. Apache habe ich schon ewig. Ich kann mich nicht zurückhören. Es hat jetzt geklungen nach Beißzange und... Beißzange und Korkenzieher statt Messer und Gabel benutzen. Ja, so ungefähr eigentlich schon. Man muss ja offen für Neues sein. Offen für alles. Ja. Apache ist ja für mich gestorben, schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich habe da mal Lite benutzt, dann jetzt Nginx. Also du redest jetzt von Webservern. Webservern, ja. Und du warst jetzt auf der Suche nach einem alternativen Webserver. Irgendeinem. Nach allem eigentlich. Okay. Und ich habe jetzt halt durch Zufall einen Webserver gefunden. Das ist, und zwar heißt der Caddy. Okay, sagt man gar nicht. C-A-D-D-Y? Ja, genau, okay, stimmt. Ja. Der ist in Go geschrieben.
dieser Google-Sprache? Der Google-Sprache, ja. Ich habe mir dabei erstmal gedacht, oh, ist schon wieder so ein Hipster-Ding. Mhm. Man sollte aber nie einfach sagen, ja, Hipster-Ding, das gibt's ja schon ewig und drei Tage, halt nur in anderer Ausführung, das ist nichts Neues. Aber da musste ich dann sagen, na gut, die machen's mal wirklich anders, vollkommen anders. Default-Konfiguration ist auf Sicherheit ausgelegt. Nginx und Apache können sicher sein, sind es aber per Default nicht. HTTPS können die einfach nicht default, sondern du musst es erst konfigurieren. Mhm. Es sind ein paar Zeilen, da muss man sich drin erst einarbeiten und pipapo. Ja, Kaddy ist, wenn du es auf einem Webserver im Internet startest, sofort sicher mit SSL. Okay, wie macht es das? Wie ordnet Zertifikate? Der holt sich das Zertifikat bei Let's Encrypt einfach. Ach, schön. Der hat das direkt super eingebaut. Den kannst du so konfigurieren, dass der auf jegliche Domains reagiert. Mhm. Das heißt also, da kommt jemand mit irgendeiner Domain an, stellt eine Anfrage und der holt sich in der Zwischenzeit das Zertifikat. Okay. Voraussetzung ist natürlich, dass du diese Domain wirklich besitzt. Weil das wird auch überprüft. Mhm. Ja, also ich bin echt begeistert, was das anbelangt. Mal eben Zertifikat holen. Klingt ja schon mal super. Qualität des Webservers war dann natürlich auch noch wichtig. Ja. Ist er denn wirklich jetzt sicher von dem, was er kann? Also die, sagen wir mal so, die Standardeinstellungen sind wirklich eher auf der zu sicheren Seite schon wieder. Okay, ungefähr. Bettercrypto sollte eigentlich einigen schon was sagen. Das ist eine Seite, also bettercrypto.org, wo es Anleitungen gibt, wie man Webserver, Mailserver und so weiter sicherer machen kann. Mhm. Und deren Einstellungen sind das, was man halt so verwenden sollte. Und Kaddy geht drüber hinaus und macht es noch sicherer. Zum Beispiel TLS 1.0 wird gar nicht von Kaddy unterstützt. In der Default-Konfiguration, das musst du erst einschalten. Mhm. Ja, also das ist echt drauf geachtet. Das ist für Sie eine hohe Priorität, die Sicherheit. Ja, okay. Anscheinend. Wie die Codequalität ist, weiß ich nicht. Da sollten erst noch andere drüber schauen. Ich lasse den jetzt noch nicht wirklich in produktiv einsetzen, aber auf einem Server habe ich schon gestartet. Und ja, prinzipiell gehen sie schon mal den richtigen Weg sagen Security first. Ja, klar, weil Schlechte machen kann man selber eh noch. Ja. Gleichzeitig das Ding unterstützt im Gegensatz zu Nginx HTTP 2. Okay. Nginx ist da noch schlecht dabei, kann aber auch sein, dass das an Debian liegt, kann sein, dass es inzwischen schon kann. Mhm. Und Quick, das ist ein anderes Protokoll, ebenfalls von Google, das ist HTTP über UDP. Das hatten wir schon mal als Thema, ja. Ja. Genau. Das und ist auch spannend eigentlich. Das kann man einschalten und hat man es auch und es funktioniert schon ziemlich brauchbar. Also wer den ganzen Klumpatsch haben möchte, HTTP 2 und Quick, sollte sich den anschauen. Und wer keine Ahnung hat von irgendwas und sagt, hey, ich will einen Webserver im Internet starten, möchte aber jetzt nicht so einen Webhoster nutzen, dem empfehle ich Kaddy einfach einzusetzen. Und im privaten Rahmen definitiv auch. Mhm. Weil der erzeugt auch Self-Sign-Zertifikate, wenn man haben möchte. Das ist trivial. Wenn man den Kaddy haben möchte, was muss man tun für Installationsschritte? Ist das schwer oder ja, sagen wir mal so, ich bin sehr unzufrieden damit, aber den meisten wird es auf jeden Fall zusagen, weil du sagst, was du drin haben möchtest. Du kannst ihm sagen, ja, ich möchte eine Upload-Funktion haben, ich möchte Prometheus-Monitoring drin haben. Ah, ich möchte das geil, Ding, ich höre dir tapsen, ja. Also die Metriken exportieren lassen. Man möchte AWS-Unterstützung, ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Registrierungsfunktion per E-Mail, das kann man mit einbauen. Ein DNS-Server anscheinend auch. Ich weiß nicht genau, was das auf sich hat. Aber man kann da Module auf der Seite zusammenklicken und dann klickt man auf nicht auf Download, sondern auf Build und dann wird das Ding erstmal auf deren Server kompiliert und dann lädt man es erst darunter. Interessant. Ja, und da, ja, sie bieten auch den Source Code an, natürlich, weil es ja Open Source ist, aber ich finde das schon ein bisschen zu einfach gestrickt und ja, ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen kann. Für dich ist es ein Vertrauensproblem an der Stelle.
Ja, also ich bin eher einer, der sagt, der Source Code first, aber okay. Naja, sie bieten es halt so an. Also du würdest lieber selber kompilieren und den Source Code gibt es gar nicht. Doch, den gibt es. Du kannst, man könnte es auch selber. Ja, auch. Ich habe es selber noch nicht probiert, weil ich von Go keine Ahnung habe. Und dieser Tag hat ja auch Fefe über Rust gerantet. Falls das jemand nicht gelesen hat, und zwar das Bootstrapping-Problem, dass das keiner mehr anscheinend angehen möchte und alles nur noch kompiliert auf die Homepage setzen, und wenn du es selber kompilieren möchtest, musst du trotzdem das Vorkompilierte mit herunterladen. Mhm. Sonst bekommst du es nicht hin. Und ja. Wenn du das kompilierte File bekommst, das ist ein Bin-File, das du Das ist static compiled, das heißt also, das Ding hat keine Abhängigkeiten. Das ist ein wichtiges Prinzip von Go, keine Abhängigkeiten im kompilierten Zustand. Mhm. Und du steckst das File dann ganz normal in User-SBIN oder User-Local-SBIN oder wo? Das ist wurscht, wo du es hin tust. Sie haben, was ich schön finde, ist, sie sagen, man soll es nicht als Root laufen lassen, sondern immer als einen Benutzer. Ja. Und sie haben auch dazu, passend dazu, eine Anleitung geschrieben, wie man es hinbekommt, Port 80 und 443 nutzen zu können, ohne dem Programm Root-Rechte zu geben. Interessant. Ja, es klingt aber nach einem Projekt, das sich wirklich ein paar Sachen neu überlegt hat irgendwie. Oh so. Ja. Also es ist nicht uninteressant. Auf jeden Fall. Also, du hast vor, dran zu bleiben und das aber auch... Ja, ich habe den jetzt einfach mal auf einem Server pauschal gestartet. Mhm. Diese Ideen, die dahinter stecken, sind wirklich super. Da muss man sagen, Ast rein. Nur halt Go und dem Herunterladen und so weiter, das finde ich nicht so gescheit. Aber natürlich, Zielgruppe ist, ich will nicht damit zu tun haben, Leute. Na klar, und wer will, hat halt die Möglichkeit, sich nur sowas runterzuladen. Also ich finde das nicht in Ordnung. Ja. Nö, finde ich nicht. Na, weil das... Wenn es so ist, dass du nichts damit zu tun haben willst, musst dich aber selber um die Updates kümmern in so einer Situation. Security-Updates. Weil das wird's dir nicht selber kompilieren und selber runterladen und wieder anbieten. Ja, das stimmt. Du bist selber sozusagen in der Pflicht, neue Version herunterzuladen. Ja. Und eben, das heißt auch nachzuschauen, ob es eine gibt oder ob du Sicherheitslücken hast. Da hast du vollkommen recht. Und darum, weiß nicht. Darum bin ich froh, dass ich sozusagen nicht bootstrappen muss, sondern dass ich mich an die Security-Patches von einer Distro dranhängen kann, bei den Komponenten, die sozusagen Mainstream sind, wo ich nicht mich speziell damit auskenne, und ich nehme nur die raus, die ich wirklich sozusagen gezielt extra haben will, wie mein Ruby und so. Ja, ich meinte mit Bootstrapping eigentlich, egal welche Distribution du hast ein Tarball, lässt es herunter, entpackst es und fertig. Das war, das ist ja kein Bootstrapping mehr. Aber es ist dieses Feature. Wo ist der Haken? Ich finde, das ist entweder bei einer Distribution, wo auch die Auto-Updates mit drin sind, oder es sollte keine Binaries angeboten werden, sodass du sowieso immer einen Source Code behandeln musst. Wenn du das haben willst, kannst du ja, wie heißt es, verwenden? Gentoo. Das nimmt ja halt eigentlich keiner mehr. Aber es war mal total heiß. Ist auch immer noch zum Teil. Was ist so de facto der Nachfolger? Naja, es gibt noch Xervo. Dann gibt es für ganz mutige Arch. Genau. Arch, das war auch eine Zeit lang heiß. Ja, ich finde Arch fürchterlich. Ja, aber ich habe eben gerade im Firmenumfeld hat das seine Fans teilweise eine Zeit lang gefunden. Weil ich bin in der freien Arbeitslaufbahn ein paar Mal drüber gestolpert. Ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, das einzusetzen. Ich finde Arch nicht besonders prickelnd. Also besonders, dass es keine Möglichkeit gibt, fremde Repositories einzubinden. Das ist ein No-Go. Das ist schwierig, das ist natürlich schon praktisch, genau. Was ich sympathisch fand, fand ich die Idee vom Rolling Release halt. Das glaube ich, hatte das nicht Arch auch? Arch ist auf jeden Fall Rolling Release. Das finde ich, macht heutzutage als Rolling Releases, finde ich eigentlich schon sinnvoll. Weil es gibt ja laufend irgendeine Komponente. Aber nicht auf Server-System. Nein. Ja. Das ist, privat. Entschuldigung, für Privat und Desktop gemeint. Ja, gibt es ja auch inzwischen Debian. Ein Derivat von Debian gibt es ja auch als Rolling Release. Habe ich gehört, ja. Ja, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe hauptsächlich Ubuntu oder dann wirklich Debian, aber... Ja.
kann was einbringen zum Thema Leute dazu bringen, Linux zu benutzen. Okay. Mhm. Aus eigener Erfahrung, ich unterrichte ja Kinder und die kommen zu mir. Meistens dann auch mit ihren, also entweder sie nehmen meine Linux-Laptops zum Programmieren lernen oder sie bringen halt ihre eigenen Windows- oder Apple-Geräte mit. Und eine Zeit lang habe ich mir dann immer Arbeit gemacht und gesagt, schau, ich installiere da einen Dual-Linux-Boot und so, und dann sind wir ganz lang gesessen und ich habe dann meistens nichts dafür verlangt, weil das halt so für mich Ehrensache war. Und ab und zu haben wir dann halt irgendeine Windows-Partition geschossen und dann war Mami grantig oder Papi, weil da waren noch ihre Steuererklärungsfiles drauf und so, oder Kind war dann urtraurig, weil es dann doch nicht funktioniert hat und Windows auch weg war und so. Und seit circa einem Jahr mache ich das eigentlich nicht mehr. Also ich sehe bei mir, wenn sie bei mir arbeiten, arbeiten sie natürlich mit Linux und dadurch kriegen sie auch zwangsläufig mit, was das ist und so. Und schauen auch von mir ab, also wie meine Konsole öffnet und so. Aber ich schlage auch nicht mehr vor, dass ich es bei ihnen installiere. Also ich sage zwar, wenn sie fragen, sage ich, ja, es ist möglich, aber ich biete sie dann nicht mehr aktiv an. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Kinder jetzt Druck auf ihre Väter ausüben. Sie wollen auch Linux, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Ja? Und ich nehme an, es geht einfach durchs Vorbild. Also weil sie einfach sehen, dass ich alles mit Linux mache und dass es bei mir keinerlei Windows gibt. Und natürlich, sie sehen, wie ich Spiele installiere und deinstalliere und halt, also dass das sozusagen missionieren einfach nur durch Vorleben, nicht durch aktiv Druck machen, uns für mich angenehmer. Manchmal, weil ist weniger mehr. Es ja, ist weniger mehr. Hat natürlich Jahre gebraucht, diese Erkenntnis. Aber ja, diese Erfahrung mit jemandem Linux aufsetzen, das habe ich natürlich auch gemacht. Also, und du bist dann nämlich an allem schuld, was nachher nicht funktioniert, wenn du eben Linux aufsetzt. Erstens das, genau richtig. Und zweitens werden dann mit der Zeit sicherlich Probleme und du hast dann halt immer mehr einen großen Tross an Patienten, die dann halt genau, und dann kommt der nächste immer, Nachbar, immer der sich gut auskennt und installiert gleich einmal ein Windows drüber, weil das und so und das macht dann wenig Spaß. Also einfach nur selber authentisch sein. Und also ist für mich natürlich sehr befriedigend, wenn die dann sagen, ja, will das auch. Gut. Ja, da muss ich sagen, das ist ein wirklich guter Tipp, weil im Endeffekt mache ich das auch so, ohne das zu bemerken. Ja. Also ja, überall, wo ich hinkomme auf der Arbeit, sind die, was, du benutzt kein Windows, wie kannst du hier arbeiten? Ich habe keine Probleme. Nee. Ja, einfach tun. Ja. Und wie rufst du E-Mails ab? Kein Problem. Wie liebst du? Ja, und will ich auch haben. Bei mir muss ich immer 10 Minuten warten, bis der Rechner oben ist. Och, bei mir sind das 10 Sekunden. Ja. Ja. Ist ja schön, wenn es gesehen wird. Zu dem Discast, das du installiert hast auf der Webseite, habe ich diese Woche was gelernt, nämlich die machen sehr hübsch Tracking von den Usern, das man aber auf der Seite abdrehen kann. Sollen wir das abdrehen? Das würde ich vorschlagen, dass wir nicht es. Erklärst mal genau, was ich tun muss. Und du musst jetzt Admin-Interface gehen von Discast von deiner Seite. Ich glaube, ich werde dich einfach zum Admin machen. Na, das schaffst du selber. Und dann klickst du dort weg, dass er das User-Tracking macht. Also ich muss gestehen, ich habe das Discast ja jahrelang nicht verwendet und jetzt dann reaktiviert für die Biertaucher Podcast-Seite. Und ich habe mich mehrmals in dieses Admin-Interface eingeloggt und dort dann irgendwas gesehen, wo ich irgendwann vor Jahrzehnten einmal einen Kommentar abgegeben habe unter irgendeiner komplett anderen Seite. Das war noch da. Und meine eigenen Seiten habe ich in dieser super Admin-Übersicht nicht einmal gefunden. Das ist eben genau dieser Punkt, dieses Vernetzen und so weiter, nicht? Dass ihr auf die Art und Weise. Ja, klar, Cross-Site-Dingsbums. Ja, okay. Das werde ich schauen, dass ich das abschalte. Dass wir anonymes Feedback ermöglichen, sozusagen. Oder anonymeres ist es nicht, aber sie verscherbeln die Daten dann zumindest nicht weiter. Zumindest behaupten sie das. Ja, man muss ihnen noch weiterhin vertrauen dafür. Ja, das schon. Kommen wir zum Thema schöner Leben, oder? Ich hätte noch einen Übergang von Techi zu Filmi. Ja, hast bitte? Du vorher noch was rein Technisches? Ich habe noch ein bisschen was Technisches mit dem Jekyll Octopod. Ja, genau. Oh, ja, das ist sehr technisch. Kann ich jetzt LaTeX-Support. Wow. Also Formeln in die Shownotes. Exportieren oder importieren? Du gibst in die Shownotes LaTeX-Code ein und erzeugt durch Math-Checks im Browser daraus hübsch aussehende Formeln. Ach so, für die Formeln. Die gerendert sind dann, oder? Die LaTeX... Also eigentlich hast du eine LaTeX-Engine drin in deinem Ding. Genau. Die ist, macht Spaß. Das funktioniert über JavaScript. Das ist eine JavaScript-Bibliothek namens MathChecks, die da importiert ist.
Und mit das geht aber jetzt nur für Formeln oder kann ich überhaupt meine Absätze dann LaTeX formatieren? Du könntest theoretisch auch die Absätze reinschreiben, das würde ich dir aber nicht raten, weil der Browser halt doch kein Desktop-Publishing-Programm ist. Also wird dann zart. Das wird tendenziell zart. Also für einen Formelsatz ist es sinnvoll, aber für die anderen Sachen nicht, weil das, der Code wird dann riesig und der Browser wird dann langsam und so weiter. Das heißt, für alle zukünftigen Physik-, Chemie- und Mathematik-Podcasts sind damit schön beschonotbar. Ganz genau. Apropos Physik und Ding, ich habe dich gehört, Stefan, ganz genau. Hast du das erzählt im Podcast, dass du beim Zeitsprung jetzt mal zu Gast warst? Ja. Ach, dann ist mir das entfallen. Aber ich habe mich sehr gefreut, dich gehört zu haben. Hast du die Zeitsprungfolge vom Kongress gehört? Nein, das ist nicht die, weil die ist noch nicht wieder außen dort. Aber du hast die gehört vom... ich bin heute schon müde, merke ich. Von einem Physiker aus dem 20. Jahrhundert, nämlich von Paul Dirac, die Folge. Mhm. Genau. Und da habe ich mich als Physiker verkleidet, sozusagen, verbal, und habe dort geredet über die Dirac-Gleichung und was die aussagt im Gegensatz zur Schrödinger-Gleichung. Genau, das war sehr schön. Ich habe so, wenn man so vor sich hinhört und dann kommt so eine bekannte Stimme, das habe ich mich. Das war ein Dirac-Stoß in die Brust. Nur um ein Wortspiel anzubringen, dass es überhaupt nicht passt. Kann man so stehen lassen. Vielleicht ist jetzt Zeit fürs Codewort. Codewort Orang-Utan-Klaus. Muss nicht richtig geschrieben sein. Gehört nicht zum Codewort. Okay. Erklärst du uns das Codewort auch? Oder hat das keinerlei Bedeutung? Das werde ich das nächste Folge aufschlüsseln. Oh. Hörerfesselung extrem. Also nochmal gezwungen. Codewort Orang-Utan-Klaus. Tja. Wir hätten drüber pfeifen sollen oder sowas. Was hat er gesagt? War das schon das ganze Oktopus? Steht dann natürlich dann... Oktopus! Was das Oktopus, genau. Jekyll Oktopus. Aber eine Frage habe ich an euch. Was ist denn eure Meinung zu No-JavaScript? Sprich, wir hatten bei sich im Browser JavaScript abgedreht. Echt? Ja, ich habe JavaScript default-mäßig vollständig abgedreht. Das ist einer der ersten Sachen, die ich auf einem neu installierten Rechner mache. Also JavaScript im Browser abschalten. Also ich habe nicht nur JavaScript das Plugin, sondern ich habe es einfach direkt im Browser. Und man kann es ja jederzeit wieder einschalten, falls es nötig ist, was immer mehr leider nötig ist. Und uBlock zu installieren. Das ist das Zweite, was ich mache. Die Kombination. Und welche Seiten funktionieren dann eigentlich nicht? So ganz fürchterliche Seiten meistens nur. Google funktioniert, DuckDuckGo funktioniert, das ist schon mal das Wichtigste. Titanpad funktioniert natürlich nicht. Letztens war ich auf einer Seite von einem Fitnessstudio. Wieso die der JavaScript unbedingt benötigen, ist mir schleierhaft. Ja. Was sehr interessant ist, das sind die ganzen Zeitungen wie Spiegel, Online und so weiter. Die haben tatsächlich jetzt wegen den ganzen Adblockern einiges getan, damit diese Adblocker geblockt werden, wie wir ja wissen. Und sie schließen jetzt auch jeden aus, der kein JavaScript eingeschaltet hat. Da wird dann im Großbild angezeigt, bitte schalten Sie JavaScript. Damit diese Seite funktioniert, müssen Sie JavaScript einschalten. Und dann eine Anleitung mit dazu. Wie man es einschaltet. Und was ich gemacht habe, ist in uBlock diese Anzeige einfach ausblenden. Mhm. Und damit hat die Seite wieder funktioniert. Mhm. Also... Ja, ich kann es nicht ausschalten, dann kann ich zum Arbeiten aufhören zu Hause. Mit meinem WordPress und mit diesen Themes, ich muss alle Nase lang über irgendwelche Codeschnipsel einfügen oder die ganzen Themes funktionieren einfach nicht. Alles, was ein bisschen mehr Zauber macht, was irgendwie was rumtrüpft und schön und schillert tut, das ist oft in den WordPress-Themes einfach nicht. Ja, also sagen wir so, die Leute sind einfach nur faul geworden. Es ist alles heutzutage ohne JavaScript möglich mit Animationen. Das ist der pure Wahnsinn. Das demonstriere ich auch gerne auf meiner Homepage. Falls es noch nie jemand drauf geschaut hat, denken.at, und es ist inzwischen eine Weiterleitung auf nachdenken.at. Dort habe ich ein paar Kleinigkeiten, Easter Eggs eingebaut, die auf Animationen und so weiter basiert. Auf meiner Seite ist nicht ein einziges Bild, kein JavaScript, nur CSS und HTML sozusagen. Und Das geht dann. Es ist einige Animationen zwischendrin, zum Spaß.
Man kann sich ja mal ein Web, in dem gar kein JavaScript funktioniert, insofern anschauen, indem man in der Konsole einen Textbrowser einfach mal aufmacht. Ja. Mhm. Also ich benutze den W3M und lese damit eigentlich halt meine Web-Enzinen, Future Zone, Webstandard, Heise und diese ganzen alles. Sachen. Und es geht relativ gut. Ja. Bei Kohle muss man sich ein bisschen helfen, die sind ein bisschen tricky, da gibt es aber diesen 7-Tages-Ticker, dann ist es eh auch wieder hübsch. Und beim Standard haben sie es überhaupt ganz hübsch gemacht, weil da gibt es eine eigene Textversion, die da darauf achtet, dass da eben keine, dass das eben schön auch dargestellt wird. Und wenn man mal so eine Zeit lang sich im Netz bewegt hat mittels so einem Textbrowser, dann weiß man auch, entdeckt man so manche Perlen, also so Seiten, zum Beispiel, was fällt mir da ein? Eine Zeit lang, früher habe ich gelesen, ich glaube, das nennt sich osnews.com, mhm. habe ich früher mal gelesen, jetzt nicht mehr. Aber da ist das Layout im Textbrowser, das sind die, also mit diesem Zeichencode einfach auch die Kästchen, die Einrahmen. Also haben Sie sich wirklich gespielt? Korrekt gezeichnet und dargestellt und das schaut wunderhübsch aus. Also du freust dich dann über grafische Schönheit im Textbrowser. Ja, total. Ich kann mich da total freuen. Meines Wissens einfach nur eine Tabelle, dann wird nämlich der Rahmen drumherum gezeichnet, glaube ich. Ja, aber es ist erstaunt, dann funktioniert es auf erstaunlich vielen Seiten nicht oder wird halt nicht dargestellt. Das ist, glaube ich, gerade ein Anreiz für mich, für jeden dieser Browser, Lynx 2 und W3M jeweils unterschiedliche Versionen nochmal auszuliefern, die trotzdem astrein funktionieren in einem kleinen Easter Egg. Ja. Vielleicht sollte ich für jeden Browser ein anderes Design nehmen. Mache ich ja sowieso. Mobil sieht es nämlich bei mir auch schon bereits anders aus als... Du hast ja schon eine Weiche reingebaut. Es ist noch nicht mal eine Weiche, sondern per Regeln in CSS nur. Ja. HTML-Code ist derselbe, aber CSS ist unterschiedlich. Ich kann zu dem JavaScript beitragen, dass ich ein Projekt habe, das heißt International Open Podcast, was derzeit auf Eis liegt seit einem Jahr bald. Und wie ich das dann publiziert habe und so rumgeprotzt habe, ich habe einen neuen Podcast, habe ich dann ein Feedback bekommen von so einer Seite, die haben gesagt, ja, das Team, das er verwendet hat für Pelikan, statischen Blog, verlangt JavaScript. Das war mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das Team halt gewollt, weil es so cool war, aber habe sozusagen damit erkauft, dass man JavaScript braucht, dass man meine Seite überhaupt anschauen kann. Also das würde ich jetzt, wenn ich es relaunche, werde ich das wahrscheinlich abdrehen. Mhm. Okay. Weil es halt doch ein unnötiger Schritt ist. Ja. Die meisten schauen sich am Handy heutzutage. Ja, da kann man leider JavaScript nicht so wirklich praktisch abdrehen. Ich habe auch zwei Seiten zu empfehlen, und zwar you might not need jQuery. Irgendwas und you might not need JavaScript. Also da lernt man einiges noch zusätzlich. Einfach mal draufschauen, wenn man mit Web Publishing und Webdesign zu tun hat, was ist alles möglich, ohne es zu verwenden. Aber was ist noch viel spannender, warum hast du uns diese Frage überhaupt gestellt, Stefan? Weil ich das als Feedback zu Panoptikum bekommen habe, von einem, der den Talk am Kongress sich angehört hat. Der hat sehr ausführliches Feedback gegeben und eben auch manche Sachen eingeworfen, die ohne JavaScript nicht gehen. Und dann habe ich gleich dabei wieder was ganz Hübsches gelernt. Das kannst du als Herausforderung sehen, nämlich ein Dropdown-Menü. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kennst diese Geschichten. Also mir fallen jetzt mehrere Möglichkeiten dafür ein. Zwei. Wie würdest du das machen? Hover ist natürlich der Klassiker. Das heißt, man geht über den ersten und dann wird das andere einfach eingeblendet. Das kann man auch komplett animieren. Das ist ein CSS-Dropdown. Ja. Das ist ein CSS-Dropdown. Genau. Das kenne ich auch. Oder die andere Möglichkeit auch mit CSS, habe ich erst letztens herausgefunden, Fokus. Das mit dem Hover bedingt aber, dass du eine Maus hast. Das richtig. Heißt, das funktioniert am Smartphone nicht. Richtig, das ist wahr. Da empfehle ich dann Fokus zu verwenden. Dann bekommt das Element den Fokus und dann kannst du sagen, und alle das Element, was danach kommt, soll daraufhin sichtbar sein. Und wie kriegt man den Fokus? Durch draufklicken? Durch draufklicken, ja. Das ist einfach ein Element, das den Fokus bekommt. Das funktioniert. Das habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Ich mache es zurzeit wieder anders. Das nennt sich der Checkbox-Hack. Das ist im Prinzip ähnlich, ja. Und zwar baut man ein Formular ein mit einer Checkbox und einem Label.
und das Label ist der Text, der das Dropdown auslösen soll, also wo man draufklickt. Ja. Und die Checkbox will man nicht sehen, also macht man sie hidden. Mhm. Und wenn man auf eine Checkbox klickt, das kann man eben auch per CSS abfragen. Ja, das ist im Prinzip derselbe Trick, nur dass du in diesem Fall ein Label mit einem Checkbox hast. Mit Fokus. Besser gefallen. Da muss man nichts verschenken. Ja, das ist ein bisschen fehleranfälliger. Das ist also mit Input und das ist im Prinzip sehr ähnlich. In diesem Fall musst du aber wieder draufdrücken, damit es weggeht. Und das geht bei dem Fokus automatisch. Wenn du woanders hinklickst, dann ist es ist der Fokus verloren, während bei deiner Möglichkeit nicht. Das stimmt, wobei das sehe ich als Feature, weil damit kann ich auch mit der Maus wegfahren und es bleibt ausgeklappt. Das ist auch bei Fokus der Fall. Nur bei Hover nicht. Solange du nicht klickst. Okay. Ja, sobald du irgendwo anders hinklickst, ist der Fokus weg. Was mir auch noch einfällt, ist ein Hilfsmittel. Und zwar gibt es oben im Browser, sieht man ja manchmal Doppelkreuz, also die Raute und dann irgendein Wort. Und dieses, das kann man theoretisch auch verwenden, indem man sagt, eine bestimmte Liste ist ein Target. Das heißt, Doppelpunkt Target. Das ist das Enkerlist. Ja, und dann nimmst du einfach dieses Ding, was aufklappen soll, das zeigt halt auf dieses, das hat halt diese Adresse mit diesem Target. Und wenn man draufklickt, wird dadurch im Browser die Adresse geändert und dadurch, dass das jetzt das Target ist, dieses Element, was man ausklappen möchte, wird es angezeigt. Das machst du aber dann auch wieder per CSS, das Ausklappen? Ja, das ist alles mit CSS, kein JavaScript oder sonst was. Du musst es auch explizit machen, ne? Dass du sagst, wenn... Das Klicken frage ich gar nicht ab, sondern du hast einen Link, da ist einfach nur Raute 123. Daraus wird oben in der Adresszeile Raute 123 hinten angehängt, beziehungsweise geändert. Aber was klappt das dann aus, das Menü? Target ist der Stichpunkt. Und zwar hast du eine Klasse, eine ID, die deinem Menü gegeben, das ist ja ein UL mit der ID 123, wichtig. Und jetzt kannst du sagen, in CSS, wenn Target 123 ausgewählt ist, also ID 123 Doppelpunkt dann Target, dann ist es nicht Display None. Also, das heißt, man kann auf die Art und Weise auch über URL-Hacking sozusagen unterschiedliche Layouts quasi. Ist aber für Menüs eher... blöd. Ja, ja, und ein bisschen Overkill. Aber ja, das ist interessant für bestimmte Animationen mit Bildern. Hm. Das ist interessant. Ich weiß gar nicht mehr, wenn du ein großes Hintergrundbild haben möchtest, was man also was über diese ganze Seite geht und möchtest unten anklicken, die Bilder auswählen. Dafür ist es eine schöne Sache. Für Menüs weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das wirklich eine schöne Lösung ist. Fokus und Input mit Labels, glaube ich, und Hover natürlich, wenn es nicht... Wenn es nicht mobile sein muss. Also ich empfehle für... Man kann ja sozusagen auch zweigleisig fahren, über das Media... über den Media Selector in CSS kannst du ja sagen, das hier ist jetzt ein Mobilgerät und das jetzt nicht. Kannst ja eine Weiche sozusagen definieren. Mhm. Wenn du einen Mobilbrowser entdeckst, nimmst du den Trick mit dem Input und dem Label und zeigst es dann über den ganzen Bildschirm an, dass das Menü komplett groß ist. Gar nicht klein, sondern richtig schön groß. Dann muss man sowieso wieder oben drauf drücken, um das Menü klein zu machen. Problem gelöst. Und ansonsten nimmst du Hover, weil du hast sowieso eine Maus. Hm. Fertig. Schön erleben. Ich hätte noch einen Übergang. Bitte. Ja, ja, ich habe ja schon öfters erzählt, dass ich einen Raspberry Pi habe mit Kodi und so weiter. Genau. Ich habe jetzt eine neue Soundkarte dafür mit optischem TOS-Ausgang. Eine externe Soundkarte für den Raspi. Die kann man draufstecken. Ja, Hi-Fi-Berry. Hi-Fi-Berry. Ich habe jetzt aber nicht nur den DAC. Du hast den... Ich habe jetzt den Digi Plus. Okay, org. Ja, ich habe den Digi Plus, der ist sogar günstiger als der DAC Pro. Okay. Aber sorry, der Raspi hat doch Sound.
an Bord, aber das ist nicht gut. Zum Wegschmeißen. Ah, also das ist, wenn du wirklich Sound willst, brauchst du eine externe Soundkarte. Okay. Also wenn man sowieso das auf einen Fernseher macht oder noch einen HDMI-Verstärker hat, braucht man keine Soundkarte, weil HDMI reicht aus. Aber ich möchte das Ding auch nutzen können, wenn der Fernseher nicht eingeschaltet werden soll. Und daher brauche ich halt noch ein Umleitung über Toslink, also optisch. Das Ding hat nicht nur Toslink, sondern auch Cinch-Ausgang, aber auch digital. Ist beides drauf. Ist beides drauf. Schön. Leider kein Eingang, aber okay, kann man nicht alles haben. Muss sich halt wirklich entscheiden, ob man den DAC Pro oder den Digi Plus haben möchte. Ja, jedenfalls das Ding... Ein neues Gehäuse kaufen müssen noch, oder? Nein, das ist vom DAC Pro und das sind kompatible Gehäuse. Cool. Am Rande, ich habe festgestellt, dass es tatsächlich zwei verschiedene gibt, nämlich einmal ist das Logo auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite. Okay. Die Überleitung. Ja, genau. Das Ding kann 5.1 und damit kann ich jetzt über optischen Ausgang. Du kannst mehrere Boxen ansprechen. Naja, Film schauen. Ja, genau. Also das ist das Surround-Kino jetzt. Ja, das also, hatte ich aber schon länger. Bisher mit Cinch nur in Stereo. Das ist THX. Nicht ganz. Nein, ich weiß gar nicht, was THX alles definiert. Aber okay, ich habe insgesamt 5 Boxen zu Hause stehen. Die sind alle von meiner Freundin. Hinten 2, vorne 2. Das Ding ist auch stereofähig. Das hat, nämlich, es hat keinen Subwoofer. Und ja, es ist toll zu Hause. Und jetzt gerade 5.1 hinbekommen. Dafür habe ich die neue Version von LibreElec, die jetzt gerade in der Beta gekommen ist. Die nicht mehr Alpha, sondern Beta ist. Funktioniert super. Bisher ist nicht abgestürzt. Hast du da auch diese Milhouse-Builds? Sagt mir nichts. Nee, das sind die auch direkt auf der Homepage draufstehen. Ja. Okay. Und ja, habe mir jetzt auch Filme angeschaut schon darauf. Und das nenne ich schön erleben. Und extra konfen musst du was nicht. Ich kann mich erinnern bei meinem, wie ich das draufgeschraubt habe, das war auch eine frühere Version von LibreElec. Da habe ich dann schon, glaube ich, in irgendeiner Konf-Datei noch reintragen müssen, einen Eintrag tätigen müssen. Genau, in der Config.txt im Bootverzeichnis muss man ein DT-Overlay setzen. Ja, genau. Ja. Und die Filme spielt auch dein Raspi ab oder die? Ja. Also der Raspi macht sowohl den ordentlichen Sound als auch die Filme. Ja. Und das schafft er. Ja, er gibt ja nur digital aus. Ja, ja. Und es gibt ja noch den Amp, wer zwei Stereo-Boxen einfach anschließen möchte, bis maximal 25 Watt, kann den dann direkt an den Pi anschließen mit dieser Amp-Soundkarte. Ja. Und das Netzteil grillen. Ja, da braucht man, da ist ein extra Netzteil dabei. Der Raspi glüht da noch rot, oder? Wenn wir schon beim Raspi sind, ich habe, glaube ich, das ist jetzt schon mehr als ein halbes Jahr, im letzten Jahr habe ich ja mal erzählt, dass dieses Amazon Ultra Libre Elec auf Kodi am Raspberry Pi gut zu schauen ist. Da hat es ein super Plugin gegeben. Und ich habe ja große Hoffnungen damals gehabt, weil es auf einer Google Library, den White Wine, glaube ich, heißt, passiert und habe mir gedacht, ach, jetzt ist alles gut, weil Google, da wird sich wahrscheinlich Amazon auch arrangieren, dass es im Browser von Google abspielbar ist und wenn es dieselbe Library ist, dann wird das auch weiterverwendet. Ich habe eh schon erzählt, dass es nicht geht. Ich verfolge diesen Thread, das wollte ich jetzt nur noch nachreichen als zusätzliche Info immer noch weiter. Dort ist immer noch Verzweiflung angesagt und so wie es ausschaut, es gibt einfach keine Lösung zurzeit für dieses Problem und keine triviale und es wird auf absehbare Zeit, schaut es nicht so aus, als wäre da was zu holen. Meine Erfahrung ist, dass Amazon unter Linux im Browser überhaupt nicht funktioniert. Ja, eben, aber du, wie gesagt, meine Hoffnung war, weil eben diese Library da im Spiel war, dass sie da einen Weg gefunden haben, der für alle beteiligten Parteien in Ordnung ist, inwiefern jetzt Amazon da jetzt absichtlich gehandelt hat. Ich meine, ich kann Amazon jetzt auch verstehen. Das Problem war, dass diese LibWhiteWine bis vor kurzem halt einen H264-Codec ausgeliefert hat. Ja? Und den kannst du halt abspielen, aber den kannst du auch mit jedem Programm VLC oder so einfach wunderbar rippen. Also das war ein riesen Einfallstor, dass sie das schließen haben müssen. Also das ist argumentierbar und das muss Sinn. Ja, naja, kommt drauf an, weißt eh, wenn der Fernseher mit dem haben, also oder Sendeanstalten oder Rechtevertreter generell mit denen, die hocken ihnen ja auch im Knack ab. Also mussten, wollten, weiß ich nicht, Amazon halt, Blackbox für mich. Aber prinzipiell, tja, wenn man sowas schauen möchte, ist man auf andere Plattformen angewiesen, wollte ich nur ein Update geben. So, jetzt haben wir aber die Brücke geschafft. Bereit fürs schönere... Nicht Amazon Prime schauen, sondern 33C3-Videos anschauen. Richtig, die funktionieren nämlich sehr gut in Kodi.
Sehr gut. Die waren nur vor 3 Wochen noch mal hin, die App, aber jetzt geht's wieder. Okay, cool. Hast du neue 33C3-Tipps? Du hast die noch nicht alle gehört. Ja, so hinten nach, mein ganzes Leben hinten nach. Inzwischen schaut sogar meine Freundin, die Fnorton News. Hast du deine Freundin angestellt, Fnorton News zu gucken? Ja, sie war richtig beleidigt, als ich sagte, also sie frug dann, wo ist denn mit dem FIFA, hast du es schon angeschaut? Und dann meinte ich, nee, Quatsch, wann schauen wir es mal an? Ich habe es doch schon längst angeschaut. Was, ich will es auch sehen. Ja. Fnorton News, habe ich auch Jeopardy gab es ja wieder nicht. Ob es das wieder geben wird, Jeopardy. Who knows? Also, anscheinend muss ich FIFA und Zepp. Ich kann ein Spiel für dich. Ich habe mir auf Steam gekauft, Convoy. Und Convoy wird dir gefallen, oder hast du das? Nein, ich lächle, weil du vorhin schon Mad Max erwähnt hast. Ja, das ist nämlich ein ziemlich dreister Nachfolger von diesem Raumschiffspiel, dessen Name ich jetzt natürlich nicht weiß. Elite. Nein. Sein Indie-Roguelike-Raumschiffspiel, wo du eigentlich immer ein Grundriss FTL. Von einem Raumschiff ist. FTL. Mhm. Ja, danke schön. Faster than Light. Und es ist praktisch ein FTL-Nachbau oder Nachfolger. Aber der spielt jetzt nicht in einem Raumschiff, sondern ein Raumschiff kracht auf eine Planetenoberfläche und deine Aufgabe ist es, Mad Max-mäßig einen Konvoi mit einem großen Tankfahrzeug und zwei kleinen Beschützerfahrzeugen oder mehreren halt zu eskortieren und da Missionen zu absolvieren. Klingt aber auch an einer coolen Prämisse, ja? Ja, klingt cool und schaut auch ganz cool aus. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach gemacht. Es ist eigentlich ein Ein-Bildschirm-Spiel, also wo du keinerlei Scrolling oder 3D-Karte hast, sondern du siehst eigentlich einen Bildschirm und auf dem Bildschirm bewegen sich eben, also von der Draufsicht siehst du eben dieses Tankfahrzeug und die drumherum wuseln die zwei kleineren oder mehrere Hilfsfahrzeuge, die das halt beschützen und dann so Raider, die das angreifen von der Seite. Und wie man es halt von Mad Max-Filmen gewohnt ist, gibt es halt Rammmanöver oder es ist um diverse Waffen halt und feuern sich in voller Fahrt aufeinander. Und das ist recht lieb gemacht, weil halt immer so eine Wüstenstraße durchscrollt. Also du hast das Gefühl, dass das Ganze hochdynamisch ist, obwohl du eigentlich ständig auf einen statischen Bildschirm schaust, wo ein paar Sprite ein bisschen hin und her wabern und extremst langsam auf deine Kommandos reagieren. Das ist manchmal so einfach, wenn man es richtig macht. Ja, es ist einfach cool gemacht, aber im Prinzip ein extrem zaches Realtime-Strategiespiel, wo du halt so klickst und dann bewegt sich eine Schnecke im Schneckentempo zu einer Position und ballert dort auf andere Schnecken. Aber das ist ein Pausemodus. Ja, und du kannst ihm im Pausemodus deine Befehle geben und dann überlegen, hat er die jetzt überhaupt gemacht oder warum fährt das Auto jetzt genau in die andere Richtung oder was ist da los? Es werden keine Linien angezeigt, was er jetzt vorhat. Doch, ich glaube, das gibt es sogar auch. Also im Pausemodus zumindest. Ja, also es hat schon die Funktionalität, die du gewohnt bist. Aber es lebt halt voll von diesem postapokalyptischen Mad Max-Szenario, dass du da halt mit diversen aufgemotzten Geländefahrzeugen durch die Wüste bretterst und andere sehr schräge Typen mit ihren Geländefahrzeugen attackieren. Dein Mutterschiff, also dein Muttertanker. Gibt es das auch für Android? Das traue ich mich jetzt nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall auf Linux. Okay. Also das Plattform. Und das habe ich mir gekauft. Also wenn du auf Steam da halt das auf die Wishlist setzt, kriegst du eine Notifikation, wenn das dann unter, also wenn das im Angebot ist. Das ist auf die Watchlist gestellt. Ja, ich glaube für 3 Euro oder so. Ich mir gedacht, okay. Und ganz nett, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Strategiemodus kapiert habe. Man muss nämlich mit der rechten Maustaste auf einer Map gedrückt halten, so eine Hexfeld-Map. Und dann kann man im Strategiemodus halt seinen Konvoi halt zu einem anderen Outpost navigieren. Und da gibt es so verfeindete Areas mit Fraktionen und dann halt diverse Tankstellen und so. Und ab und zu wird man dann überfallen und muss dann wieder in Echtzeit ein Gefecht machen. Und wenn man das überlebt hat, geht es wieder in diesem World View weiter. Und ab und zu kommt man dann halt an irgendwelche Tankstellen oder Ausgrabungsstätten und dann kann man im Textmodus dann halt so Entscheidungen treffen wie untersuche diesen Friedhof und du findest 5 Schrauben. Sehr gut. Diese und dann kannst du dann Random Encounter-mäßig, genau das. Und ich muss sagen, ich bin nicht richtig reingekommen in das Spiel, aber das ist vielleicht auch nur eine Frage der Zeit. Also die Konzepte sind alles da, aber es hat mich jetzt nicht so fasziniert. Ich habe da mehrmals so ein kleines Gefecht überlebt, aber irgendwie hat es mich noch nicht voll gepackt. Aber wahrscheinlich habe ich mich noch einfach nicht wirklich tief genug darauf eingelassen. Aber ich kenne das manchmal bei gerade beim Genre-Rock-like ist es total auch, wie man gerade drauf ist, ob man jetzt irgendwie drauf reinkippt und einem das anfängt. Manchmal lassen sie auch liegen und irgendwann später kommt dann die Motivation dafür.
Und genau. Aber was mich natürlich freut, ist, dass das mich freut das vor allem deshalb, weil das ein Typ von Spiel ist, den ich mit meinen Schülern sehr leicht nachprogrammieren kann mit Pygames oder mit relativ einfachen Grafikbibliotheken, weil du kein großartiges Scrolling brauchst oder keine großartige 3D-Karte. Es ist ein 2D-Spiel, einfach mit einer guten Spielidee. Ja. Und sehr viel Text sogar, also sehr viel im Textmodus. Und trotzdem bringt sehr dichte Atmosphäre rüber. Mhm. Und, ja. Okay. Also dafür kann ich schon empfehlen. Ja. Weil du hast dich interessiert für Roguelikes am Tablet im Science-Fiction-Genre. Da hätte ich nämlich zwei. Ja, Roguelikes nicht unbedingt, aber ich mag es gerne auf dem Mobiltelefon. Dann bestimmte Spiele, weil mein Rechner halt tatsächlich schwächer ist als mein Mobiltelefon. wobei ich auch auf dem Laptop gerne Victoria spiele. Ja, aber was hättest du denn anzubieten? Ich hätte anzubieten zwei, die ich gespielt habe, ungefähr vor Weihnachten im letzten Jahr. Das ist auch einer meiner älteren Thema. Das eine nennt sich Battle Void Harbinger und das andere Out There. Und Battle Void Harbinger ist ein Spiel, das ist komisch zu recherchieren, das hatte vorher einen anderen Namen, nämlich Battle Station Harbinger oder so. Das ist ein Roguelike, da spielst du einen Commander eines Raumschiffes und kriegst am Anfang, du kannst verschiedene Missionen oder Schwierigkeitsarten oder so, Missionen kannst du wählen. Und das sind die Story sind jetzt nicht die originellsten, sage ich mal, weil das ist so eine weibliche Alienrasse, die sich nicht mehr fortpflanzen kann, schießt Männer aus. Also wirklich, so, okay. Ist es leicht abgedroschen. Oh Mann, ja, wirklich, wirklich abgedroschen. Und ich habe, das ist. Das, ist, das ist nicht das mit den blutigen Würfeln, wo die Würfel der blutigen sind. Das ist ein anderes Spiel. Mhm. War auch beim Humble Bundle dabei, konnte ich lange nicht spielen, weil auf den einen Tablet ist nicht gelaufen, auf den neuen dann aber schon. Am Anfang, wegen dieser Story, kam es mir zu trashig vor, habe ich aufgehört. Und dann bin ich aber doch reingekippt, weil die Mechanik halt relativ motivierend war. Mhm. Also du bist gleich der Commander von der Station, du musst nicht hocharbeiten. Also es ist, du bist kein Commander einer Station, sondern von einem Raumschiff und du siehst das Raumschiff so als kleines Sprite am Bildschirm. Ja. Durchhin tippsen, gibst du dem Raumschiff an, wohin es fliegen kann und du kannst eine Flotte bis zu drei Raumschiffen aufbauen. Bei jeder, du kannst von Sternensystem, es gibt dann sozusagen, wenn du in einem System bist, ist alles Echtzeit und du tippst hin und musst kämpfen, auch mit Pause, dass du dann die Ziele angibst und basiert sehr viel darauf, dass du halt Arbeiten, Aufträge annimmst von Battlestationen, da Geld bekommst und dir eigentlich dann nur Waffen und Verteidigungssysteme kaufst. Also viel mehr rundherum gibt es bei der Spielmechanik nicht. Und dann gibt es noch das Oberspiel, und das ist dann rundenbasiert. Da kannst du so sagen, ich verlasse dieses Sonnensystem und da siehst du so eine Galaxiekarte. Und da siehst du zum Beispiel, wo deine Ziele liegen, also wo du feindliche Battlestationen zerstören musst, oder wo gerade feindliche Schiffe hinfahren oder wegfahren. Ja. Und genauso gut, wie ich das gerade beschreibe und so uninspiriert ist es eigentlich auch, aber es ist einfach so süchtig machend. Du willst deine neue Waffe kaufen. Der Wiedereinstieg ist immer so ganz schnell und du stirbst manchmal ganz oft, häufig am Anfang, aber du willst dann die nächste Waffe und du willst mehr Ding und du willst dann die schöne Flotte haben und ich bin noch immer nicht ganz glücklich mit diesem Pause- und Weiter-Go-System bei Echtzeitkämpfen. Ich weiß nicht, das ist ein generelles. Also es pausierbare Echtzeit, oder? Genau, pausierbare. Ich habe da meine Ist das stressig für dich, oder? Ja, und ich habe das Gefühl manchmal, wenn man reinspringt und man hat dann eh keine Chance, weil man kommt in Situationen, man ist umringt von Feinden, die schießen einmal drauf, du kannst gar nicht mehr reagieren und bist schon, also da bin ich nicht so glücklich. Ich das, und es war auch die Ausführung und technisch nicht so elegant, aber ich kann es nicht leugnen, es hat mich total motiviert. Ich war eine Woche, glaube ich, nicht beschäftigt, damit ich das zumindest mal auf Easy oder Normal Der Name spiele. Von dem war jetzt? Battle Void Harbinger. Okay, ja. Und das andere, das ist Android. Das ist für Android, ja. Ich bin noch einmal ein Tippen. Aber das viel edlere Schon Spiel, über das ich eigentlich noch viel lieber rede, ist Out There. Ja. Und das ist eine Survival-Simulation. Das startet, ich weiß jetzt nicht genau die Backstory, aber du wirst irgendwo im Universum, findest du dich wieder und dein Ziel ist es, zu deinem Heimatplaneten Erde wieder zurückzukehren. Und das ist rein rundenbasiert. Und du siehst dein Raumschiff aufgeteilt in verschiedene Slots. Also du siehst dein Raumschiff und hast dann freie Felder, wo du Rohstoffe mitnehmen kannst oder andere Ausrüstungsgegenstände. Ja? Und du springst auch von Sonnensystem zu Sonnensystem und
du kämpfst eigentlich immer darum, genug Treibstoff zu haben oder genug Sauerstoff. Es ist alles knapp. Es ist alles knapp. Mhm. Und jedes Landemanöver kostet dich Fuel. Mhm. Und du weißt nicht, ob es da unten Ressourcen gibt, um was raufzuholen. Und das hat mich... Das war so schwer. Ich habe mich so bemüht. Hast du es nicht auf easy gespielt? Ich habe es nicht geschafft. Ah, ich habe es einfach... Zu schwer. Das ist wirklich für mich schwer. Mhm. Und da trifft man eben auf andere Raumschiffe auch. Die sind aber meistens... die sind immer verlassen. Ja? Mhm. Und dann kannst du Raumschiffe tauschen. Mhm. Und dann bist du auf einem Alien-Raumschiff. Du gradest dich sozusagen ab. Richtig, ja, genau. Ja. Und das ist schon ziemlich cool, weil es gibt halt Raumschiffe, die fahren dann halt nicht mit Helium und Sauerstoff, sondern mit auf Kohlenstoff. Ja, und dann sparst du plötzlich Rohstoffe. Und eine coole Mechanik, die auch drin ist, erstens, ganz abgesehen von dem, was ich erzähle, es ist optisch wunderhübsch gemacht, der Sound ist sphärisch und es flutscht einfach. Dieses Tablet-Gefühl, dass man die Finger drüber gleiten lässt, dass alles flutscht, das ist bei diesem Spiel einfach total gegeben. Und eine weitere Mechanik, die ich erwähnen wollte, die sehr lustig ist, du kannst auf manchen Landplaneten natürlich auch aufsetzen und dann triffst du vielleicht auf eine Alienrasse und die spricht dich dann an. Ja? Mhm. Und du kannst entweder Ja oder Nein sagen. Mhm. Ja? Und da stehen einfach Alienwörter da. Verstehst du am Anfang nicht. Und dann kannst du Ja oder Nein antworten. Und wenn du richtig triffst, dann bringt er dir eine Ressource oder hilft dir irgendwie. Ja. Und wenn du Nein sagst, dann haut er ab meistens. Ja? Aber mit der Zeit, wenn du Ja oder Nein richtig erraten hast, dann beginnst du die Sprache zu verstehen. Und in diesen Alien-Sätzen beginnen dann so englische Wörter aufzukommen. Ah, okay, ja. Das heißt, mit der Zeit hast du das Gefühl, kannst du rauslesen, was die Aliens eigentlich wollen. Ja? Also, und wie du schon gesagt hast, es gibt auch so Random Encounters, auch bei diesem Spiel, sind dann alle über Schrift abgewickelt. Also liest du und entscheidest dich dann. Und was ganz wichtig ist bei solchen Spielen, Texte sind gut geschrieben. Mhm. Also ist kein Battle for Atavica, wo Gott sei Dank nur am Anfang Text vorkommt, sondern auch es vermittelt dir gut das Gefühl, alleine im Universum zu sein. Keiner hilft dir. Nochmal, was ist der Name von dem Spiel jetzt? Out There. Out There, okay. Und du kannst beide empfehlen eigentlich. Ja, das eine nur aus persönlichem Interesse, technisch und hübsch ist es nicht und die Story ist gerade, aber Out There würde ich einer hohen Qualität zudringen. Gibt es übrigens auch im Humble Bundle Store zu kaufen, weil dort habe ich es mir besorgt. Ja. Zwischenfrage, spielt jemand von euch XCOM 2, weil das ist derzeit in dem Humble Monthly Bundle. Drin. Oh, na, Humble Abo, es ist irgend sowas. Um ein Haar. Für 12 Euro wird man es derzeit kriegen. Ein Teil meiner WG ist XCOM. Süchtig, ja. Absoluter Fan und hat sich vor Weihnachten die Frage gestellt, sich den Zweierteil zu kaufen, hat sich dann aber für den DLC für den Einserteil entschieden, das Enemy Within. Und ich habe jetzt in letzter Zeit, muss ich auch sagen, bis vor 2-3 Wochen oder so, habe ich sehr intensiv XCOM gesehen. Ja, und XCOM 2 ist nur eine Frage der Zeit. Also wird sicherlich auch bei uns gespielt werden. Ich habe einen Bekannten, der hat XCOM 2 mehrere Male in einer Woche durchgespielt. Der hat das wirklich gesuchtet. Ja. Der hat wohl Zeit. Hier ist es ja ein bisschen zu sehr Militärporno, da muss ich sagen. Das ist davon lebt es ja auch. Ne? Ja, davon lebt es auch. Und das, hast du dir von der Erweiterung was gehört? Enemy Within? Ja, die habe ich gespielt. Die hast du gespielt? Vom Einser jetzt. Genau, richtig. Ja. Weil da kann man dann seine Soldaten genetisch verbessern oder zu Mechs umbauen. Ja, das ist ja lustig. Und ja. Das macht man zum ersten Mal und wir haben so eine Soldatin, die Ashley, das war dann so ein stehender Spruch für uns, die haben wir dann zum Mech umgebaut und das schaut aber dann so furchtbar aus. Ein winziger Kopf und ein riesiger weiblicher Kopf und ein riesiger Mech-Körper drauf. Ja. Und es wird ja auch wirklich, wenn man sagt, wir machen jetzt einen Mech, dann wird ja nicht gesagt, was passiert, aber die knapsen direkt am Hals das ab und alles unterhalb vom Hals ist Roboterkörper. Ich meine, da würde ich mich fast der Alien-Invasion anschließen, dass die Verteidiger da. Um zu XCOM 1 zu gehen, da gibt es ja dann so super Kampfszenen, wenn die Mechs dann kämpfen gegen die Aliens. Es gibt so eine herrliche Kampfszenen, wo sie so praktisch Faustkampf machen. Ja. Hammer und so. Das muss man XCOM schon lassen. Sie haben es geschafft, zu so diesem rundenbasierten Strategie einem Action. Optisches Schmackes reinzutun. Ja, das wirkt schon viel dynamischer, als das früher war. Ja. Ich mag diese rundenbasierten Strategiespiele wie XCOM und XCOM 2 nicht so gern. Ja. Das ist so,
Ich weiß nicht, das ist so deprimierend. Ist nicht deins. Nee, ist nicht meins. Ich finde es, also wenn ich es nicht so deprimierend fände, würde ich es wahrscheinlich auch suchten. Aber für mich ist dieses Thema deprimierend. Ich habe ja dadurch, dass ich hier irgendwann mal das erste Mal hier war, auch ein Spiel geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich glaube vom Hop, ja. Vom Hop. Dankeschön nochmal dafür. Das ist ja schon ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Das war ja mehr Fantasy-Mittelalter. Das war ja noch wesentlich deprimierter. Also nicht deprimiert, einfach Rundenpassierung. Nee, das hat mit dem Setting zu tun. Das war wirklich sehr deprimierend, weil du hast wirklich Generationen miterlebt und dann sind sie gestorben. Ja. Okay, aber auf Victorio, wo man einen Planeten ausbeutet und zu einer seelenlosen Maschinerie umbaut, das ist bestimmt dich fröhlich. Naja, nein, stimmt mich nicht fröhlich, aber mir ist es wurscht, weil es wird nicht so vermittelt, als seist du jetzt böse oder gut oder sonst was. Es ist, die Stimmung ist einfach nicht deprimierend und du du hast halt nichts dagegen, dass du wirklich die Aliens dort alle ausrottest, weil du das sonst selber stirbst, sondern einfach nur, obwohl das eigentlich alles falsch ist, du machst es einfach, weil es geht um was anderes. Es wird nicht so, es ist nicht die deprimierende Stimmung. Aber eins wird deins sein, du lebst in Wien und nur in Wien kann man das, glaube ich, in der Zeitung lesen, dass eine Straßenbahn entführt wurde. Stefan, kannst du ausführen, weil du hast, glaube ich, den vollen Hintergrund. Ein ehemaliger Straßenbahnfahrer hat eine Straßenbahn entführt und ist damit 2 Stationen weit gekommen, weil dann hat man ihm den Strom abgedreht. Was lernen wir daraus? Bis nach Mexiko kommt man mit so einer gestohlenen Straßenbahn nicht. Das Witzige ist ja, ich bin an dem Tag tatsächlich mit der Linie gefahren. 60er, Rodown, der 60er, der Endhaltestelle Rodown, und ich bin da sogar ausgestiegen. Ich fahre ja immer von Endhaltestelle zu Endhaltestelle, die Station dazwischen kenne ich gar nicht. Und das ist schon irgendwie interessant. Oh Gott, das ist meine Linie, das ist die Straßenbahnlinie, mit der ich so oft fahre, und dann wird sie geklaut. Ja. Und der Fahrer ist ja entwischt nach 2 Stationen, ne? Ja. Also, ja. Herrlich. Aber ist ja mittlerweile aufgeschlüsselt, oder? Ich, ehemaliger. Ja, der hat es einfach so gemacht. Und interessant fand ich auch, in dem Artikel stand ja drin, er musste gehen. Also er wurde sozusagen entlassen. Und dass die das nicht genauer sagen, betriebliche Gründe, da könnte ich mir jetzt auch noch andere Sachen drunter vorstellen. Also, ja. Weiß man nicht. Und, ja. Ist auf jeden Fall. Momentan kehren sie ein bisschen unter den Teppich, was mit dem Schlüssel ist. Also zum Starten einer Straßenbahn benötigt man eine spezielle Art Schlüssel. Und den hat er noch gehabt. Der hat den zurückgegeben und der Fahrer, der legitime Fahrer, hat ihn abgezogen. Ja, also gibt es keinen Schlüssel. Wie konnte dann die Straßenbahn fahren? Dass sich einen Nachschlüssel besorgt. Ja, das ist jetzt wirklich ein Rätsel. Das ist das gleiche Rätsel, warum 2 U-Bahn-Garnituren letztens einmal in Wien aufeinander aufgefahren sind, wo als Begründung angegeben worden ist, Regenwetter. Rätsel über Rätsel. Das finde ich ist auch eine schlechte Begründung dafür, dass 2 U-Bahn-Stationen die... Moment, U-Bahn oder Straßenbahn? U-Bahn. Nährboden für U-Bahn? Spekulationen. Ja. Die werden ja automatisch gesperrt. Da sind ja diese Induktionsschleifen unten drin. Sie wurden es nicht. Interessant. Jupp. Was anderes Schönes, was man in Wien derzeit machen kann, ist über die alte Donau gehen. Wenn man immer schon wie Jesus über Wasser gehen wollte. Die alte Donau, das ist ein Seitenarm von der Donau, ist derzeit zugefroren. Und die Stadtverwaltung rät davon ab, darauf herumzuspazieren, aber tausende Wiener tun es trotzdem fröhlich, und auch mich. Haben mir sogar extra Schlittschuhe besorgt jetzt. Und das ist sehr lustig, speziell auf der alten Donau. Und gefühlt sind mehr Leute dort als im Sommer, weil da sind sie ja nur am Ufer und jetzt sind sie eben auf der Fläche drauf. Es gibt so kleine Löcher, wo die dann voll sind mit Schwänen und Enten. Da soll man natürlich nicht hingehen. Ja, dort knackt es auch immer wieder und es gibt so schöne Risse im Eis. Und ja, habe viel Spaß gehabt, und mein Schwager baut sehr viele Fahrräder. Der hat eigene Eisfahrräder gebaut, also eins da, statt dem Vorderrad ein Schlittschuh. Und auf dem Hinterrad dann so Spikes, also so ein Art Stacheldraht übers Rad drauf dann, und seine Kinder flitzen mit diesen Fahrrädern übers Eis. Also man kann sehr viel Spaß haben mit und ohne Schlittschuhen, also auch mit normalen Straßenschuhen. Ja. Was halt lustig ist, du gehst... Hast du wieder mal Schlittschuh laufen, Mann? Ja, ja.
Gehst du regelmäßig sonst nach, oder? Nein, ich hatte vor 10 Jahren das, glaube ich, das letzte Mal an und die Schuhe sind schon längst irgendwo weg, aber jetzt habe ich gedacht, okay. Ja, und ist ganz nett, ja. Cool. Schön. Mich hat es natürlich auch ordentlich aufs Eis gebracht, aber ich war selber schuld, weil ich habe gegen einen 4-Jährigen versucht, Eishockey zu spielen, der wesentlich besser war als ich, der war Vereinsspieler. Ich habe eine höchst dumme Figur gemacht und so einen obendrauf hat es mich dann noch aufs Eis gehaut und nicht nur am Popo, sondern dann noch im Hinterkopf voll aufs Eis. Und da habe ich gesagt, okay, Eishockey ist nicht mehr meins, dafür bin ich jetzt zu alt. Ich kenne mir Lust mehr drauf. Ja. Aber so einfach am Eis rumlaufen ist lustig. Also kann ich nur sehr empfehlen, solange es derzeit noch schön zu ist. Und das ganz Schöne ist, speziell auf der alten Donau gibt es Stellen, da gehst du drüber und das Eis ist wirklich glatt, du siehst durch und du siehst unten drunter dann nicht nur eingefrorene Luftblasen, sondern auch die Wasseralgen. Okay. Und das ist einfach total cool, dass du oben drüber über Wasseralgen gehst. Ja. Und guckst so unten hin. Ja. Und du fühlst dich sicher auf diesem Eis. Aber ich habe mich sicher gefühlt, aber der Spaß ist natürlich, Leute mitzunehmen, die noch nie auf Eis gestanden sind, die dann gescheit hysterisch sind. Aber wie gesagt, ich würde halt nur dort gehen, aber mal ein bisschen mit gesunden Menschen, man geht natürlich dort, wo andere Leute schon gegangen sind. Und wenn es anfängt zu knacken, geht man halt woanders hin. Man sieht auch sehr schön diese Risse, also im Eis, das schaut sehr cool aus. Ja, Wien und Eislaufen, schön. Ja, schon Wien. Ich empfehle das Haus der Musik mal anzuschauen, so ein Tipp. Besonders das Würfelspiel. Wieso sage ich nicht? Okay, sagst du, wo das Haus der Musik ist? Das ist in der Nähe von der Oper. Mhm. Und zwar, wenn man an der Seite, rechts an der Seite, die erste Straße rechts einbiegt. Richtung Kärntner Straße dann? Ich weiß gar nicht, so gut kenne ich mich mit den... Okay, also, Haus der Musik. Ja, wenn du die Kärntner Straße vor dir hast, bist du schon zu weit, du musst rechts abbiegen. Mhm. Also direkt neben der Oper die Straße. Okay. Habe ich mir immer schon mal vorgenommen, war ich aber noch nicht, sollte ich mir mal anschauen. Und das ist schön für Besucher auch. Also da gibt's was das ist mit Mitmachen, du kannst dirigieren. Wo man ein Orchester dirigiert. Richtig, das meine ich gerade, zum Dirigieren. Genau. Ja, die Kunst ist, so schnell wie möglich das Orchester sauber zu machen. Ja, wie gesagt, das würde ich mir gerne mal ausprobieren. Mhm. Jetzt, wo ich 3 Staffeln Mozart in den Jungle gesehen habe, kann ich ja dirigieren. 3 Staffeln gibt es schon? Ja, ist jetzt die dritte, ist ganz frisch. Also wann ist die dritte rausgekommen? Oh, also letztes Jahr war Ende letzten Jahres. Ja, okay. Das ist Neues. Ja. Mhm. Das ist toll, ist im Auftrag auch spielt nur meiner Spider in Venedig oder Rom? Venedig. Und die italienische Staffel Schauspielerin spielt mit, einer berühmten Bellucci. Monica Bellucci? Ja. Tja. Ja, wenn wir schon beim Schauen sind, ja. Soll ich schnell einen... Oder willst du deine Bälle vorher machen? Ich würde einen Film reinträufeln. Achso, na dann lass mich den Ball vorher machen, das passt inhaltlich. Okay. Ich kann sehr empfehlen, in Wien auf Bälle gehen, derzeit ist Ballsaison. Und ich war erstmals in meinem Leben im Palais Ferstl. Das ist dort, wo das Café Zentral ist. Das ist ein schönes, altes Renaissance-Gebäude eigentlich. Mit auch einer sehr schönen Passage. Und die haben eben auch einen sehr tollen Ballsaal im ersten Stock sozusagen. Ja. Der Ballsaal allein ist circa 3 Stockwerke hoch. Also das ist wirklich ein hoher Saal. Mhm. Und ja, und in dem Innenhof war dann eine Disco eingebaut und so. Und also, wenn man irgendeinen Ball erwischt im Palais Ferstl, zahlt sich das aus, einfach also weil die Location so toll ist. Genau, wie lange warst du dort? Leider war es um 3 Uhr früh schon aus. Ja, 3 Uhr früh, okay. Und dann bin ich deppert in Wien, sind wir herumgelaufen und meine Tanzpartnerin wollte auf die Schnellbahn. Und wir haben gedacht, als Ballgeher kann man sich ja dann nach dem Ball in ein Kaffeehaus hocken. Gibt es ja diese traditionellen Cafés, wo du dann gemütlich frühstückst, aber da war nichts. Wir haben nur so ein ganz seltsames Dachsler-Café gefunden oder sowas. Also das war so eine Art, keine Ahnung, so eine Art Nachtbar mit so sehr seltsamer Lounge-Musik und alles auf UV-Licht ohne normales Licht und okay, sehr schräge Typen. So Mischung Brandweiner und Nachtabsteige. Mhm. Und ja, und sonst irgendwie um 5 Uhr früh an einem Sonntagmorgen haben wir irgendwie nichts Gescheites gefunden, obwohl wir 2 Hotelportiers rausgeklingelt haben und gefragt haben, wo man jetzt um die Zeit was zum Essen kriegt. Aber es war zumindest auf dem Weg, wo wir gehen wollten. Nein, also in dieser einen seltsamen Lokal haben wir dann ein paar Würstchen gekriegt, das schon. Ich habe gedacht, es werden ja irgendwelche Kaffeehäuser jetzt in der Ballsaison offen haben.
Du meinst, weil das so ein Klassiker ist? Ja, ja, dass man nach dem Ball auf Kaffee, das war ich so gewohnt von früher, aber nein. War nicht, vielleicht waren wir auch nur in der falschen Gegend. Okay, Palais Ferstl. Okay. Aber Palais Ferstl kann ich sehr empfehlen. Hast du einen Titel gehabt, der Ball? Weil das war der Albert-Ball von meiner ehemaligen Schule, der Albertgasse, GRG 8 im 8. Bezirk. Okay. Und ja, aber ich glaube, die haben es fast ständig Bälle. Also man muss einfach nur gucken. Mhm. Oder sonst, wenn man irgendein Social Event hat im Palais Ferstl, also allein wegen der Location kann ich das schon sehr empfehlen. Ja, ich bin da, ja, ich höre das zumindest gern. Ich muss ja gestehen, ich selber bin überhaupt... Bist du tanzfaul? Erstens habe ich Tanzschule wurde ich nicht mal eingeschrieben wegen großen Unmut meinerseits, Gott sei Dank. Hast du das Humbug gemacht? Oder? Nein, ich wollte es von vornherein nicht. Ich war noch nie auf einem Ball. Warst du noch nie auf einem Ball in deinem Leben? Nein, ich habe es geschafft in Wien auf keinen einzigen Challenge Ball. Accepted. Nein! Yeah, ich rufe aus dem Biertocher bei. Ich halte das, glaube ich, nicht. Ich kann dir gut. Und laufst du nicht gern wie ein Pinguin herum? Du warst auch noch nie auf einem. Echt? Ja, und ich werde jedes Jahr gefragt, ob ich hier zu diesem oder jenem Ball mitkommen möchte. Okay, du bist. Ist das nicht, du bist doch Gothic-kompatibel, oder? Das nie gefragt. Ja, der Gotenzähne, die laufen doch gern so schwarz gekleidet herum. Ja, das ist ja was völlig anderes. Also, sagen wir mal, so einen schwarzen Reigen, da war ich jetzt schon, aber das ist ja kein Ball. Ist kein Ball, okay. Ja, meine Freundin war schon auf einigen TU-Ball, Opernball, die ganzen hat... Du lässt sie da so allein. Weiter. Ja, da geht es ja immer hauptsächlich dann mit ihrem Cousin hin, dem dann tanzen. Mhm. Ja. Also ich selber, nee, bloß nicht. Also ich kann Samstag ist Ärzteball übrigens. Ja, okay. Ich kann elaborieren, als Mann ist das besonders praktisch, wenn man auf einen Ball geht, weil die Männer prinzipiell tanzvoll sind und immer zu viel Frauen dann miteinander tanzen, auch aus Verzweiflung. Also es ist echt, echt nett, wenn man tanzt. Und was ich gelernt habe in meinem hohen Alter, es ist ganz schlau, sich unter dem weißen Hemd kein T-Shirt anzuziehen, weil man schwitzt wie blöd. Und zu hot. Ja, also einfach nur weißes Hemd auf nackten Oberkörper und drüber dann diesen Anzug, was man hat, das reicht voll. Es gibt ja klingt jetzt ekliger, als es ist. Es machen gibt ja auch diese Alibi-Hemden, wo nur so, sozusagen ein Kragen könntest du auch, Ich freue mich so darüber zu hören, auch wenn es mir selber sehr fern ist. Wie steht es mit deiner Balllaune, Stefan? Ist Jahrzehnte her, aber war lustige Zeit. Ja? Bist du gerne gegangen? Ich war ein Spätberufener, also ich habe, die meisten gehen ja so mit 15 in die Tanzschule und so. Mhm. Das war das Jahr, wo ich die Wurzelbehandlung meines Zahns hatte, wo ich keine Lust wöchentlich beim Zahnarzt war. Und das, da war nichts mit Ball zu machen zu der Zeit, oder mit Tanzschule. Und das habe ich dann nachgeholt, glaube ich, mit 22 oder 23 habe ich dann Tanzschule angefangen und bin dann gegangen bis Hobbykurs, also das ist Grundkurs, dann gibt es Bronze, Silber, Gold und Hobbykurs. Das ganze Programm gemacht, sehr gut, ja. Und musstest du jetzt gut tanzen können? Ich konnte es zumindest brauchbar, also so, dass ich eine Tanzpartnerin hatte, die regelmäßig mit mir tanzen gegangen ist. Boogie-Kurse war mal, glaube ich, zweimal oder so. War eine lustige Zeit, aber ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Ja, das war lustig. Ja, das Schöne ist, ich habe auch mindestens 10 Jahre nicht mehr getanzt, wirklich. Und das, also mache ich sofort wieder drin, das ist das Nette. So wie das ist so lange her, dass die damals relativ nicht allzu alt wirkenden Leiter der Tanzschule mittlerweile in Pension sind. Die Hochstädter? Hochstädter. Die waren ja immer, die waren nicht alt. Die sind in Pension. Ja. Time goes by. Oder haben es zumindest übergeben. Also sind Ja, sonst kann ich noch erzählen vom Albertball im Palais Ferstl. Das ist wirklich alles sehr, sehr toll und stand auch Security rum, weil da gibt es eine schöne Marmor-Freitreppe mit so einer kleinen Art Kanzel, also so einer halbkreisförmigen Balustrade. Und da war extra ein Security-Man posiert, damit sich niemand blöd draufsetzt oder zu sehr anlehnt, weil die halt denkmalgeschützt ist und weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass jemand dann in der Fetten runterkippt in den Innenhof. Und das Coole war aber, dass dann ein typisch Schulball, das am Herrenklo war, dann ein 17-Jähriger und hat sich übergeben in einem Kübel.
Das ist ja schon eine gute Entwicklung. Schulball, wie es gehört, ja. Und daneben stand halt der Security-Typ und hat mit den Fingern getrommelt und wollte das jetzt rausschaffen. Und neben ihm stand die Putzfrau, die das jetzt das Klo wieder sauber machen wollte. Und daneben dann die 17-jährigen Schüler. Und der Dialog war halt sehr köstlich. Von Security-Man zu dem speibenden Schüler. Der speibende Schüler. Das ist ja gut, ja. Du musst jetzt heim. Komm, weißt du, wo du wohnst? Und der Freund vom 17-jährigen Schüler hat sich dann eingemischt und der Security zum Freund: Weißt du, wo er wohnt? Ja, ja, mit Handy. Ich rufe jetzt gerade seinen Papi an. Ja, du Papi, ja, wir sind am Albertball. Ja, ja. Und zum Security: Also in 15 Minuten könnten wir eine Entscheidung treffen. Und der Security: Jetzt! Entschuldigung, liebe Zuhörer. Also ich habe mich gut amüsiert, rein durch Massiv. Szenen eines Falls. Ja, gewisse Sachen ändern sich nicht. Ich habe auch zwei Lehrer von mir noch getroffen, zwei ehemalige, war auch sehr schön. Und hat dich dann dein Papi abgeholt? Super. Nein, sehr schön. Nein, ich habe mir auf der Toilette das Hemd, das Leiberl dann ausgezogen. Das T-Shirt, Entschuldigung. Das T-Shirt. Nicht zum Aufwischen, sondern zum... Immer besser. Alles klar. Weil wir wahrscheinlich zu dem T-Shirt haben gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr als Putzlappen. Nein, nein, das habe ich auch nicht als Putzlappen zur Verfügung gestellt. Das ist sehr schön. Also genau, richtig. Ball, ja. Und hast du noch Pläne jetzt? Ja, ja, am Samstag gehe ich ins Rathaus, glaube ich. Ja. Rathaus, okay. Was ist das für ein Ball? Ball der Wissenschaft werde ich als Nicht-Akademiker eine gute Figur machen. Ball der Wissenschaft? Ja. Ist es nicht der Akademikerball und auch nicht der... Nein, der Akademikerball, das ist eine rechte Veranstaltung, oder? Techniker-Circle. Oder rede ich da jetzt von was anderem? Nein, nein, das ist der, wo man regelmäßig dagegen demonstriert. Ne? Das ist der FPÖ-Ball. Ja, FPÖ-Ball. Der Techniker-Circle ist wieder was anderes. Das ist der... Okay. Da geht man hin. Ja, nein, in Wien gibt es sehr viele Bälle, die halt von Jänner bis Februar meistens sind, die Hochsaison. Sehr zu empfehlen. Cool. TU-Ball war schön. Warst du schon? Oder? Ja. Da hatte man auch nicht das Problem. Ist der dann in dem Kuppelsaal oder ist der dann... Nein, der ist in der Hofburg. Das ist in der Hofburg, ja. Aber wo ist der TU-Ball dann? Ich war, also ja, Hofburg. In der Hofburg. Ja. Und Gregor, du warst noch nie in der Hofburg auf einem Ball. Nein, du hattest offiziell noch kein Leben, Gregor. Ohne Ball kein Leben? Also ohne Ball in der Hofburg, das gehört schon. War der WU-Ball nicht auch in der Hofburg? Der, wo die Leute nicht rein, musst du die Backstory erzählen für... Ja, es sind ja Hunderte nicht reingekommen, weil sie zu viele Karten verkauft haben. Und es gab eine sehr schöne Verarschung in der Tagespresse dann über... Ah ja, genau, richtig, die Story. Weiß gar nicht mehr. Achso, haben die nicht dann anschließend ein Ehrendiplom? Ja, ja, weil, sehr schön. Ja. Also das ist sozusagen die, kann man schon sagen, eine wirklich der schönsten Ball-Locations in Wien, die Hofburg, ehemaligen imperialer Palast, und da ist halt ein Flügel reserviert für Bälle. Und auch keine Kaffeehausprobleme bis in der Früh. Ja, ja, weil das prinzipiell bis 5 Uhr dauert. Und da kriegst du rein in den großen Festsaal ein komplettes Orchester meistens und dann mehrere Nebensäle, wo meistens auch noch Bands sind. Und Disco, also da wird da nicht fad. Ja, das glaube ich auch nicht. Trotzdem, ob ich mich mit dem Konzept Ball anfreunde, ich denke mal hin und wieder. Das ist nicht meins. Ich habe einen Film angeschaut, den kann ich noch am Ende ganz kurz erzählen. Wie ihr mich kennt, ich schaue gerne dystopische Science-Fiction-Filme aus den 70er Jahren. Diesmal habe ich eine dänisch-amerikanische, wie ist das Wort? British Dystopian Science-Fiction. Da wird es als britisch. Ich habe auch, okay, dann verwehre ich mich mal. Es spielt mit in der Hauptrolle. Es ist ein Name. Zero Population Growth. Okay. Aus dem Jahr 1972. In den Hauptrollen zu sehen ist Geraldine Chaplin und Oliver Reed. Und der Plot ist relativ schnell erzählt. Es geht darum, dass die Ressourcen auf der Erde knapp sind. Die Leute leben in einem, so wie es scheint, totalitären Regime. Und es gibt die Weisung, man darf selber keine Kinder mehr zeugen. Mhm. Nur noch kontrolliert von einer zentralen Behörde, die dürfen dann noch eigene Kinder züchten, aber so als Privatfamilie ist man gut beraten, wenn man zu einem Kaufhaus geht und dort sich rechtzeitig anmeldet und sich ein Roboterkind bestellt. Aha, das für die
Genau, so ist halt. Und dann hat man das in verschiedenen Altersgruppen und so. Man sieht dann ein Bärchen und sagt, haben Sie das nicht auch ein bisschen jünger? Wir hätten das gerne und so. Sind die Familie natürlich auch ein bisschen, ist natürlich nicht das gleiche wie ein normales Kind. Ja. Für diesen Fall kann man sich den Großfernseher andrehen und seinen Psychodoktor oder Doktorin anrufen und der hypnotisiert einem, dass man sich doch so sorgt ums Kind. Ach so, ja. Und das Roboterkind sagt dann auch, wo ist meine Mama? Unterstützend dazu, irgendwie so auf die Richtung. Also es wird für den Gefühlshaushalt gesorgt. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht der beste von diesen Filmen. Muss aber auch vorausschicken, dass ich schon sehr viele Filme gesehen habe mit totalitären Regime, wo Leute in Jumpsuits irgendwie rumlaufen in irgendwelchen leerstehenden Flughäfen und anderen 70er Jahren Bürogebäuden und so. Also das kenne ich einfach schon halt relativ gut. Man muss ihm zugute halten. Es geht eben um das Pärchen, das ist eben, wird gespielt von Gerald Chaplin und dem Oliver Reed. Und die beginnen einen Akt der Rebellion, sie kriegen wirklich ein Kind. Ja. Boah. Und bei manchen Filmen ist es ja so, gerade bei den 70er Jahren, die lassen sich dann, verlassen sich manchmal sehr auf ihre Ästhetik. Die machen dann irgendwie so, zeigen es da ein bisschen was von der Welt, dann kommt 70er Jahre LSD-Wahnsinn und dann ist irgendwie entweder alles schlimm oder sie sind entkommen. Ja. Und der Film hat sich durchaus vorgenommen. Du hast jetzt ja Logan's Run in einem Satz zusammengefasst. Ja, richtig, genau. Logan's Run ist ein Vertreter daran, daraus. Dabei ist der doch nicht aus den 70ern, sondern meines Wissens sogar schon 80er. Nein. Ende 70er. Ja, genau, richtig. Und übrigens, das ist natürlich schon einmal reingeritten mit diesen vielen Jahreszahlen. Weil die Tanz der Teufel keine 90er Jahre waren. Das ist nämlich später. Bitte zu dem Baby, Roboterbabys. Jetzt lass mich doch ein bisschen rumspazieren auf meinen Gedankengängen. Du willst wissen, wie der Zippy Cat ausgeht. Nein, auch vor allem sind die Roboter echte Schauspieler natürlich oder haben sie so coole Marionetten oder sowas? Special Effects. Derek Medding war dafür verantwortlich und er hat dafür lebensgroße animierte Kinder gemacht. Ich habe das jetzt so live übersetzt. Lebensgroße animierte schlecht Kinder? Animatronics. Also, es waren jetzt keine Roboter, aber du weißt, früher hat man ja so aus halbautomatischen Teilen so gekommen. Es waren keine Schauspieler, diese Kinder. Also das schaut wirklich robotermäßig aus. Das ist auch ein positiver Punkt von diesem Film. Diese Puppen sind wirklich creepy. Man schaut das an und sagt, Horrorpuppe will ich nicht. Und sie sagt dann, Mama. Ich hätte gerne einen Tumblr-Blog mit lauter Horrorpuppen. Das ist ein faszinierendes Show. Aber auch echte Kinder, die dann so und die Roboter haben sie auch als Babys? Oder? Das sieht man nicht. Ein Roboter-Baby so wirklich lange und das ist, weiß nicht, Dreh herum. Der Film nimmt sich aber dann vor, doch noch ein bisschen was zu erzählen, weil es wird dann eine relativ schwierige Geschichte, weil es wird aufgedeckt, dass ein anderes Pärchen draufkommt, dass sie ein echtes Kind haben und dann entspannt sich so ein Vierer-Gespann. Also man kann den Film schon zugute halten, dass er da ein bisschen was erzählt. Andererseits führt die Charaktere kaum ein und du hast dann halt sehr lange Situationen, wo Geraldine Chaplin unglücklich reinschaut in den Armen von Oliver Reed. Für mich, vielleicht war ich auch einfach nicht in Stimmung, für mich ist es einfach nicht der beste Vertreter davon. Oder bist du auch jetzt nicht mehr lange Sequenzen? Was man daraus lernen kann, ist, dass man Setkosten spart, indem man einfach eine Dystopie zeigt, in der die gesamte Luft verpestet ist. Das heißt, alle gehen nur mit Masken und mit großen Nebel. Man sieht von der Außenwelt fast eigentlich nicht. Okay. Das braucht man nur einfach in China zu sehen. Und gut realisiert, wenig Setkosten. Also so Umwelt ist auch kaputt. Umweltdystopie. Ja. Okay. Genau. Ja, wie gesagt, kann man sich anschauen, muss man nicht. Ich fand es ganz interessant. Geraldine Chaplin schaue ich immer wieder mal gerne. Und it is as it is. Okay. Ja. Oh, ich hätte auch noch einen Film bei Interesse. Mhm. Und zwar habe ich mir einen wirklich innovativen Zeichentrickfilm angeschaut mit sehr, sehr viel Inhalt und sehr guter, wie heißt es? Wie bitte was? Fritz the Cat. Sagt mir gar nichts. Nein, also mit sehr viel Anspruch und hohem Niveau, Sausage Party.
Okay, das klingt nach dem Gegenteil. Was ist das jetzt? Aber Moment, das war vor kurzem im Kino. Das oder? War vor kurzem. Ja, das ist dieser dystopische Film über Würstchen in einem. Ja, in einem Supermarkt. Ja, ja. Also, ich habe mir bei dem Film gar nichts erwartet. Ich habe mir gedacht, ja, da kommen die nach Hause, die dann Würstchen, stellen das fest, ne? Und dann gehen sie wieder. Ja, genau, es ist animiert. Die Qualität von den Animationen, naja, okay, spielt bei dem Film keine Rolle. Ich habe mir gedacht, die kommen dann nach Hause, dann stellen sie fest, oh Gott, das ist alles schrecklich, und dann gehen sie in den Supermarkt, alle befreien. Das ist gar nicht so, das ist zwar nicht unwahr, aber es ist viel, viel besser. Mhm. Also ich bin erstaunt, der Film war, er hatte eine wirklich bessere Story, als ich erwartet habe. Okay. Der hatte einen tiefen Fäkalhumor, den ich so nicht erwartet habe. Okay. Ich habe nicht so tief gedacht, dass der greift. Also ich war tief, echt erstaunt. Tief im Sinne von das Greifen haben wir jetzt alle. Ja. Tief von tiefgründig oder tief von tief? Einfach nur tief. Der Humor war nicht so tief. Ja, es ist schwer bei dem Film zu sagen. Also der hat so richtig schön in den Darm gegriffen. Okay. Also ganz übel, aber es waren wirklich, man hat gemerkt, dass die nicht nur Spaß daran hatten, sondern auch sich dabei was gedacht haben. Okay, es war kein Blatt, es war nicht so platt, dass man sich gedacht hat, ja, kann ich nicht drüber lachen, sondern schon Fäkalhumor, aber lustig und liebevoll gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nicht ein einziges Mal gelacht. Okay. Aber ich habe mich sehr gut amüsiert. Ja, der ist rein für Erwachsene. Also unter 18 empfehle ich dir nicht. Okay, Jugendliche sagen wir ab 16. Man sollte schon arg aufgeklärt sein. Also not safe for work, definitiv. Und die ganzen Anspielungen an Sex, an sonstige Sachen, Drogen kommen vor, alles Mögliche. Okay. Herrlich. Und die sind zum Teil auch ein bisschen subtiler. Also er hat eine richtige Story dahinter. Der kann auch mit den banalen Minion-Filmen mithalten. Also locker. Der ist sogar von der Story her besser als der Minion-Film. Also, ja, der Film. Du klingst begeistert, weil du gesagt hast, kein einziges Mal gelacht. Ne? Ich habe nicht einer, ich glaube nicht, dass ich gelacht habe, aber ich fand den, er hatte einen sehr hohen Unterhaltungswert. Also der Film ist ein Unterhaltungsfilm und ich fand den nicht schlecht. Also, über Würstchen, die im Supermarkt liegen. Ja, es geht ja nicht um Würstchen, es ging um alle Nahrungsmittel. Man sieht ja auch im Trailer, wie dann alle so singen und dann wird die Kartoffel genommen und sie freut sich, ja, ich bin auserwählt worden von den Göttern. Und dann kommt der Schaber und dann wird geschält und alle stellen fest, oh mein Gott. Das ist ja der pure Horror hier. Das ist nicht der Himmel, sondern das ist die Hölle. Und ja, das ist schon... Das zeigt, es beschäftigt sich halt mit der Grundproblematik, wenn man halt Essen eine Persönlichkeit gibt und eine Stimme. Ich kann mich erinnern, das kommt ja noch von diesen früheren Werbespots, wo es die lustigen Gemüse gibt, die Erbsen, die singen, ich weiß nicht, in irgendeinen Mund reinspringen oder so. Und das ist ja halt immer was Creepiges. Deswegen ist es eigentlich gar keine schlechte Idee, daraus einen Film zu machen. Ja, also die haben das auch wirklich richtig ausgenutzt und haben da richtig einen Slasher draus gemacht. Ganz, ganz derbe, da wird da zwei Möhren in den Mund geworfen und man sieht, wie die dann zwischen den Zähnen zermalmt werden. Okay, also beschäftigt sich genau damit. Ja, sehr schön. Ja, aber auch mit Religion beschäftigt sich der Film. Okay. Und das ist wirklich eindrucksvoll. Die haben dann eine Religion drumherum gebildet. Ich möchte nicht spoilern. Sie denken sich ja im Supermarkt, ja, wir kommen in den Himmel, wir werden von den Göttern geholt. Und das ist jetzt sozusagen eine Religion. Und das wird im Film dann auch dargestellt. Ganz zum Schluss muss ich sagen, haben die wirklich noch so einen richtigen Knüller dran gesetzt. Okay. Und haben durch die vierte Wand gesprochen. Sehr, sehr schön. Also das... Spielt es gerade zur Zeit im Kino? Wie heißt der Film? Nein, der hat im Kino gespielt vor einem halben Jahr oder sowas. Okay. Nee, ich habe den auf Disc angeschaut. Hat mir auch die Verpackung auch gereicht. Okay. Wie heißt er nochmal? Sausage Party. Sausage Party. Von Seth Green unter anderem. Ach ja, den kennt man ja, ein bekannter. Ja, ein bekannter Vertreter von solchen wirklich tiefgreifenden Filmen. Ja. Ist der Seth Green derselbe, der auch Robot Chickens verantwortlich hat? Ich glaube ja. Ja. Und American Dad und Family Guy sind doch auch von dem, ne?
oder? Ah, weiß jetzt gar nicht mehr. Das weiß ich nicht. Ja. Ja, oder was nicht? Dünnes Eis, recherchieren ja, und erzählen wir das nächste Mal. Aber ja, sehr dringend. Wenn Sie wollt, ich kann vom Cabaret Simple erzählen. Ja, was ist das denn? Das Cabaret Simple ist in Wien eine Tradition. Ja, sicher, eines der ältesten, durchgehende bespielte deutschsprachige Cabaret, behaupten Sie zumindest auf Ihrer Homepage, ist nicht zu verwechseln mit Münchner Simple. Und seit 1998? Ja, also seit 1904 oder so. Also Sie haben eine lange Tradition, sehr viele Wiener Kabarettgrößen haben im Simple gespielt. Und es gibt dort eine Revue, die läuft meistens so ein halbes Jahr. Und wobei Revue bei österreichischem Kabarett Kabarett ist. Ja, Bei Revue klingt Kabarett noch was anderes. Ja, und sie machen halt so, es sind eigentlich mehrere Sketches, die durch ein sehr loses Thema miteinander verknüpft sind. Es gibt einen Konferencier, der immer, wenn die Bühne gewechselt wird, das ist eine kleine Frau. Ich bitte in den Shownotes nachlesen, ich habe den Namen nicht auswendig gemerkt. Und einer, den man vielleicht kennt, ist der Nirivani. Nirivani. Der ist der Direktor zumindest oder Produzent. Er spielt jetzt nicht selber mit, aber er ist immer noch involviert. Und die derzeitige, das Programm heißt Verflixt und zugenäht. Ich nehme an, das hört jetzt bald auf und sie werden dann bald ein Neues machen, weil das jetzt schon ziemlich lang spielt. Ich habe mir das angeschaut. Ein kleiner Tipp, man kann einfach so hingehen unter der Woche und kriegt relativ leicht einen Platz ganz vorne in der ersten Reihe, aber auf der Seite. Also man sieht dann einen kleinen Winkel von der Bühne nicht. Mhm. Aber dafür sitzt ganz nah und kannst die Füße ausstrecken und bist nicht in diesen Reihen eingezwängt. Das ist mein Lieblingsplatz schon. Okay. Und ja, wenn ich einfach, schon öfters im Simple? Ja, ich gehe ganz gern hin. Ich mag das. Und, und es ist jetzt nicht Saturday Night Live oder es ist nicht so die ursuper politische, zersetzende Kabarett, sondern sie machen sich halt lustig natürlich auch über Donald Trump und amerikanische Wahl, über Österreich. Es gibt halt Witzchen über österreichische politische Kultur und dann sehr viele so Alltagsszenen, halt so Beziehungssachen, die es halt sich lustig machen. Es sind halt verschiedene Sketches. Mhm. Und das Bemerkenswerte war insofern, dass eine Schauspielerin war schwanger, aber es war eine Tänzerin. Mhm. Das hat recht cool ausgeschaut. Und sonst, sie haben ein Stammensemble und dann immer wieder Schauspieler, die halt ab und zu da sind und dann nicht. Mhm. Und einer ist, der ist in Polen geboren, sein älterer Mann, bitte in den Shownotes nachlesen, der spielt irrsinnig gut. Also er braucht sich nur auf die Bühne stellen, das ist schon cool. Ja, extreme Ausstrahlung. Ja. Mhm. Und ich versuche jetzt nur einen von diesen Sketches nachzuerzählen. Also das war so ein Bühnenwechsel-Sketch, das heißt, der Vorhang ist zu, im Hintergrund bauen sie das Bühnenbild um und zwei Schauspieler sind vor dem Vorhang und überbrücken halt die Zeit. Ne? Und man sieht, der eine Mann kommt total verstört aus, das ist halt dieser polnische Schauspieler, und schaut stier geradeaus, ja, und sagt nichts. Ne? Mhm. Und seine Frau geht aufgetakelt und aufgelöst und aufgeregt vor ihm herum und schimpft halt irgendwas mit der Tochter, dass die einen Vierer geschrieben hat oder einen Fünfer in Mathe gefährdet ist, und der Mann soll sie jetzt mit ihr reden, weil sie war gerade am Elternabend, so typische Ehesituation. Und sie macht halt den Mann fertig und schimpft dann ihn hin und rennt auf und ab und so, und er schaut halt nur stier, und sie kriegt dann mit der Zeit mit, dass der nicht reagiert, und fängt halt immer gröber an, ihn zu beschimpfen. Hallo, bist du entführt worden und ist doch noch jemand und so. Ja, und sie erklärt ihm halt noch einmal ausführlich, dass das mit der Tochter so schlimm ist und mit der Schule. Und er schaut nur stier geradeaus. Ja. Und am Schluss macht sie halt bringt sie halt Theorien, warum er nichts sagt. Ne? Bist du tot? Hast du einen Herzinfarkt? Ne? Und am Schluss kommt sie drauf, hat Rapid verloren? Und er, jo. Die Pointe, ja. Und die klingt jetzt nicht so gut, aber es ist halt herrlich, wie er einfach nur steht und schaut, und das Publikum zerbröselt sich natürlich, wirkt einfach durch die. Und das hast du halt in dem Kabarett sehr gut, das ist anders als im Fernsehen. Du spürst das hautnah, oder? Also im Fernsehen, ja, wie gesagt, ich habe es nicht, wie gesagt, aber ich habe es zum letzten Mal vor x Jahren im Fernsehen gesehen, und das war noch eine Uraltaufführung, wo der Konferencier der Flossmann war. Ja, ja. Also wirklich ganz alte Zeit. Ja, und schön ist halt auch, dass die Schauspieler spielen das Stück natürlich jeden Tag, und dadurch haben sie dann so einen gewissen Meterschmäh, dass sie sich gegenseitig versuchen rauszubringen oder zu häkeln oder das ist aber zum Lachen zu bringen. Ne? Ja, das ist aber eine andere Sache. Ich habe mir das mal erklären lassen. Ja.
Das versuchen die grundsätzlich. Mhm. Die wollen, dass der andere schlechter ist als man selber. Ja. Also versuchen sie, die anderen aus dem Tritt zu bringen. Ja. Das ist eine richtige Sportart unter Theaterkünstlern und Kabarett. Das siehst du halt auch dort die ganze Zeit. Das ist halt auch lustig. Ne? Ja, das ist auch super. Ich finde das ja immer, ich finde ja so ein paar Stückchen, wenn man merkt, dass die Beteiligten dann auch schon lachen müssen, dann hat das ja manchmal so den gewissen letzten Dreh. Also wie gesagt, Kabarett simpel kann man, es ist auch nicht schwer, Karten zu kriegen. Es fängt, glaube ich, immer um 8 an und man fragt halt vorher, ob es noch Restkarten haben. Gut. Simpel. Ein Kabarett zum Abschluss, schön. Aber die was ist mit den Reihen dahinter? Sind die auch? Nein, die sind eben nicht fußfrei und ziemlich dicht gedrängt. Mhm. Und ich bin einmal in so einer Reihe gesessen und das mag ich nicht mehr. Also sie haben in der Mitte so halt Reihen, die so wie im Kino sind, aber dichter verbaut. Und dann auf der Seite haben sie so sehr kleine Tischchen mit so Vierergruppen von Sesseln, wo du aber auch nicht gescheit sitzen kannst. Der Vorteil ist, du kriegst dann halt dort ein Bier oder was serviert. Ach so, du kannst ein Getränk abstellen. Aber das Schönste ist, wenn du irgendwie so am Rand oder am Gang sitzt, dass du fünf Fuß frei hast. Sonst das ist es öd. Also in der Mitte, die Plätze sind also auch eher frei. Nein, die sind voll. Also das ist fast immer ausverkauft, die Vorstellung. Ja, also ganz selten, dass einmal wirklich nur halb voll ist. Ach so, wirklich? Ja, das hört sich jetzt bei dir so an, als das, nein, es sind ein paar Plätze sind normal frei. Ne? Eben speziell dieser vorne, wo du nicht die ganze Bühne siehst. Aber ansonsten ist das immer ziemlich voll. Okay, das heißt, da fahren Busweise die Leute aus Niederösterreich oder die auf Wien-Besuch sind, die wollen simpel. Die Wiener selber sind... Aber wenn du gemeint hast, du kriegst die Karten trotzdem leicht. Ja, eine Restkarte, ja. Weil es heißt, normal heißt, ja, den Simpel kannst du nicht gehen, da musst du wochenlang vorher zwei Leute vorbestellen. Ja. Aber für ein oder zwei, da fragst du halt, sind Restkarten und dann sagen sie meistens, ja, kommen sie um kurz vor 8, dann haben wir noch welche. Okay. Musst halt dann die Karten nehmen, die es gibt. Sonst, ja. Gut. Schön war's. Ja, Codewort haben wir gesagt. Ja. Ja, sollen wir es nochmal wiederholen? Nein, einfach den ganzen Bierdacher-Podcast noch einmal anhören, in einfacher Geschwindigkeit. Codewort Brillenschlange, um die Leute durch die Löcher zu bringen. Löschen. Wie gesagt, an horstjens@gmail.com schreiben, oder entweder auf die iTunes-Review verweisen oder das Codewort sagen. Okay. Aus den richtigen Einsendungen losen wir nächstes Mal dann den Gewinner aus. Dann sollten wir aber die Folge auch schnell... Muss man sagen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ne? Weil das wäre der zuerst kommt, das kriegt. Wie gesagt, also man muss 100 Mails an den Horst senden, nur dann geht's. Nein! Es wird nicht besser, wir müssen jetzt schnell beenden den Podcast. Wir beenden das. Grüß euch. Tschüss. Ciao. Ciao.